Sehr geehrtes Publikum, liebe Kollegen und Kolleginnen, liebe Studierende. Schön, dass wir heute so zahlreich hier vor Ort und auch live online über den Livestream mit dabei sind. Ich freue mich, die heutige Veranstaltung im Namen des Postgraduate-Centers der Universität Wien eröffnen zu dürfen. Uns erwartet heute eine spannende Diskussion über die Potenziale des grünen Wasserstoffs und damit eventuell über die Zukunft unserer Energieversorgung. Bevor wir nun gleich aber zum Inhaltlichen kommen, darf ich Ihnen, liebes Publikum, kurz den Rahmen der heutigen Veranstaltung erläutern. Die Veranstaltung heute findet im Rahmen der Kaiserschild Lecture statt. Das ist ein Projekt, das die Kaiserschild Stiftung gemeinsam mit der Universität Wien, dem Postgraduate Center, vor 3 Jahren initiiert hat, mit dem Ziel, Innovationsthemen aufzugreifen und dazu den Austausch zwischen Studierenden, Wissenschaftlern und WissenschaftlerInnen und Personen aus der Praxis zu fördern. Vielen Dank an dieser Stelle an die Kaiserschild Stiftung und auch an unseren Veranstaltungspartner, die Wirtschaftskammer Wien, für die tolle Zusammenarbeit. Zugleich bildet die heutige Veranstaltung aber auch den Auftakt einer neuen Veranstaltungsreihe, die wir gemeinsam mit der Wiener Zeitung ausrichten dürfen. Gemeinsam mit der Wiener Zeitung haben wir die Dialogreihe Wissenschaft, Diskurs initiiert und ich freue mich sehr, dass wir dieses neue Dialogformat heute eröffnen und auf viele spannende Diskussionen zu aktuellen Fragestellungen und Themen aus Wissenschaft und Forschung. In diesem Sinne, vielen Dank für die Zusammenarbeit und auf ein gutes Gelingen. So viel von meiner Seite. Ein herzliches Dankeschön schon jetzt an unsere Gäste am Podium. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, heute hier sind und Ihr Wissen, Ihre Expertise mit uns teilen werden. Und Ihnen, liebes Publikum, wünsche ich eine spannende Diskussion, an der Sie sich auch gerne selbst im Anschluss, wie schon gehört, beteiligen können. Jetzt darf ich aber das Wort an Sandra Sonnleitner von der Kaiserschild Stiftung übergeben und im Anschluss daran dann an die Wiener Zeitung. Vielen Dank. Schönen guten Abend und herzlich willkommen auch von Seiten der Kaiserschild Stiftung, der Initiatorin der Kaiserschild Lectures. Die Zielsetzung der Kaiserschild Lectures wurde eben schon erläutert und das sind auch die Kernthemen, mit denen wir uns in der Stiftung auseinandersetzen, also Innovation, Wissenschaft und Nachwuchsförderung. Als wir uns zusammen mit der Universität Wien überlegt haben, welches Thema wir für die diesjährigen Kaiserschild Lectures wählen und dann zu Wasserstoff oder die Potenziale von grünem Wasserstoff für die Energiewende gekommen sind, war noch nicht klar, wie wichtig auch der Aspekt der Energiesicherheit in diesem Zusammenhang aufgrund der Geschehnisse der vergangenen Wochen heute sein wird. Und deswegen freue ich mich besonders, dass wir heute auf dem Podium Expertinnen und Experten aus dem Energiesektor, aber auch aus der Wissenschaft begrüßen dürfen, die auch diesen Aspekt des Themas mit uns heute erläutern werden. Herzlichen Dank schon an Sie, dass Sie heute bei uns sind. Ich möchte mich auch besonders bei der Universität Wien bedanken für die Organisation dieser Veranstaltung heute, ebenso bei der Wirtschaftskammer Wien, die wie schon erwähnt Veranstaltungspartnerin ist, und auch ganz besonders bei der Wiener Zeitung, die eben jetzt das erste Mal Medienpartnerin bei den Kaiserschild Lectures ist und in diesem Programm Wissenschaft, Diskurs auch sehr gut ein Podium für die Kaiserschild Lectures bietet. Herzlichen Dank und ich wünsche Ihnen eine spannende Veranstaltung. Frau Magister Fritz, sehr geehrte Frau Dr. Sonnleitner, herzlichen Dank. Meine sehr geehrten Damen und Herren, es freut mich ganz besonders, Sie heute bei unserer neuen Diskussionsreihe Wissenschaft, Diskurs begrüßen zu dürfen, die wir gemeinsam mit der Universität Wien, Postgraduate Center, ins Leben gerufen haben. In unserer heutigen Zeit mit den gewaltigen Ereignissen, denen unsere Welt unterworfen ist, ist es ganz besonders wichtig, sich mit Zukunftsprojekten zu beschäftigen. Diesen Dialog zwischen Wissenschaft, Wirtschaft und der Öffentlichkeit voranzutreiben mit Projekten, die wichtig für unser aller zukünftiges Leben sein werden. Der Wiener Zeitung war dies immer schon ein besonderes Anliegen, hier verbindend aufzutreten und deswegen freut es mich ganz besonders, Sie hier heute zu dieser neuen Reihe begrüßen zu können. Ich bedanke mich bei unserem hochkarätigen Podium, freue mich auf eine interessante Diskussionsveranstaltung, wünsche Ihnen einen interessanten Abend und übergebe an unsere Redakteurin Eva Stanzl. Guten Abend auch von meiner Seite. Mein Name ist, wie Herr Fleischhacker schon gesagt hat, Eva Stanzl von der Wiener Zeitung. Ich bin Wissenschaftsredakteurin und darf die heutige Diskussion moderieren.
Grüner Wasserstoff gilt als Europas Hoffnung zur Energiewende. Er ist ein Schlüssel zur grünen Erholung des Klimas, wie es heißt. Und was ist aber Wasserstoff überhaupt? Wasserstoff ist ein brennbares Gas. Gemeinsam mit Sauerstoff bildet er Wasser. Er ist das häufigste Element im Universum und das kleinste Atom. Er ist flüchtig und leicht. Elektrolyse bedeutet, dass man mit Hilfe von Strom Wasser in seine Bestandteile, Wasserstoff und Sauerstoff, aufspaltet. Der Wasserstoff lässt sich dann speichern und transportieren und er hat eine hohe Energiedichte. Wasserstoff ist allerdings nur so klimafreundlich wie der Strom, mit dem er erzeugt wird. Derzeit werden weltweit etwa 20 Millionen Tonnen Wasserstoff jährlich produziert, allerdings zum größten Teil mit Hilfe von fossilen Energieträgern. Man spricht von grauem Wasserstoff, dessen Emissionen das Klima schädigen. Der grüne Wasserstoff verursacht keine Schadstoffe und keine klimaschädigenden Gase. Er ist sauber, er wird mit erneuerbaren Energien erzeugt. Die Ressourcen sind Sonne und Wind und das Abfallprodukt ist nichts als Wasser. Grüner Wasserstoff hat das enorme Potenzial, der branchenübergreifende Kraftstoff der Zukunft zu sein. Und Europa benötigt ihn dringend, um die Klimakrise und jetzt auch die Abhängigkeit von Russland zu bewältigen. Soweit zu den allgemeinen Herausforderungen. Moment, ich habe mich gerade geirrt. Kleiner Moment. Genau. Die europäischen Ziele wurden nach oben geschraubt. Vor der jetzigen Energiekrise wollte die EU bis 2030 insgesamt 5,6 Millionen Tonnen grünen Wasserstoff produzieren. Das war schon damals ehrgeizig, aber vor wenigen Tagen hat die EU-Kommission dieses Ziel auf 20 Millionen Tonnen vervierfacht, wobei man sich zur Hälfte mit importiertem Wasserstoff behelfen möchte. Wenn Europa dieses neue Ziel erreicht, könnte es mit Wasserstoff bis zu einem Drittel seiner russischen Gasreserven ersetzen, schreibt die Chemikerin Tara Schirwani in einem Medienbericht. Um allerdings eine Perspektive zu geben, wo wir beim grünen Wasserstoff stehen, der macht derzeit nur etwa 1% des weltweiten Wasserstoffangebots aus, und das hat auch Gründe. Erstens gibt es beim Wasserstoff allgemeine technische Herausforderungen, die man lösen muss für eine massentaugliche Anwendung. Damit man zum Beispiel Wasserstoff speichern und transportieren kann, muss das Gas entweder verflüssigt oder stark komprimiert werden. Für den flüssigen Zustand benötigt man extrem niedrige Temperaturen. Wir reden von minus 253 Grad Celsius. Das ist nicht ganz weit weg vom absoluten Nullpunkt und um das so weit runterzukühlen, benötigt man enorme Energien. Alternativ kann man den Wasserstoff durch enormen Druck komprimieren, damit eine ausreichende Energiemenge in einem ausreichend kleinen Platz untergebracht werden kann. Und auch das benötigt wiederum Energie, denn er muss ja in Behältern transportiert werden. In einer Wasserstofftankstelle zum Beispiel herrscht ein bis zu 300-facher Druck von ihren Autoreifen und im Vergleich, ein anderes Beispiel, in einer Champagnerflasche hat den doppelten Druck von ihren Autoreifen. Das ist also eine gewisse technische Aufgabe, abgesehen davon, dass die Behältnisse dickwandig und ausgesprochen dicht sein müssen, denn es darf ja nichts entweichen oder gar explodieren. All das bedeutet einen entsprechend hohen Aufwand und natürlich auch entsprechende Kosten. Und wenn wir jetzt zum Spezifikum Herausforderungen des grünen Wasserstoffes kommen, der wird mit erneuerbaren Energien erzeugt, aber es scheint halt nicht immer die Sonne und es weht nicht immer der Wind. Während Sonne und Windenergie vielleicht nicht gerade dann erzeugt werden, wenn wir ihn benötigen und nicht gut speicherbar sind, bewirkt deren Umwandlung in Wasserstoff, dass der Solar- und Windstrom transportabel und speicherbar werden, sodass sie das ganze Jahr genutzt werden können. Und das ist der Vorteil von grünem Wasserstoff in seiner Form
stehen erneuerbare Energien ständig zur Verfügung. Das Problem dabei: Der Prozess zur Erzeugung von grünem Wasserstoff gilt als teuer. Je nach Schätzung kostet er 2 bis 7 Mal so viel wie der graue Wasserstoff aus fossilen Brennstoffen. Allerdings wird der Gaspreis weiter steigen, während die Kosten für erneuerbare Energien in den letzten 10 Jahren um 70% gesunken sind, und dadurch wird grüner Wasserstoff preislich wettbewerbsfähiger. Um alle diese Chancen und vielleicht auch Beschränkungen zu diskutieren, begrüße ich heute hier bei uns Diplom-Ingenieurin Theresia Vogel, Geschäftsführerin des Klima- und Energiefonds, welcher Innovationen aus diesem Fachgebiet in Österreich fördert. Ja, guten Abend. Guten Abend. Dr. Simon Rittmann, Biotechnologe am Department für funktionelle und evolutionäre Ökologie der Universität Wien, der mit Kollegen an einer neuen Form der Wasserstoffgewinnung arbeitet. Guten Abend. Ist gut. Und Dr. Brigitte Bach, Vorständin des Energieversorgers Salzburg AG und davor langjährige Chefin des Forschungsfeldes Energie am Austrian Institute of Technology in Wien. Guten Abend. Ich darf mit Ihnen beginnen, Frau Vogel. Das Potenzial ist riesig, die Hürden allerdings auch. Ich würde Sie bitten, einleitend für unser Publikum, wo ja nicht jeder Energieexperte ist von uns, zu skizzieren, was ist der Charme dieser Idee vom grünen Wasserstoff und wie weit sind wir in der Lösung der Hindernisse und technischer und preislicher Natur? Ja, vielen Dank für die Frage. Sie haben schon einiges vorweggenommen, aber bevor ich jetzt ganz theoretisch abhandle, eine ganz spontane Befragung des Publikums. Wer hat beruflich oder in der Ausbildung mit Wasserstoff zu tun? Handheben. Also ungefähr gutes Drittel, würde ich sagen. Das heißt, nicht alles sind Experten und Expertinnen hier. Das ist gut zu wissen und beruhigend für mich. Ich bin nämlich auch keine Expertin in der Sache Wasserstoff, sondern Bauingenieurin. Aber dank meines Jobs im Klima- und Energiefonds darf ich mich auch mit der Energiezukunft intensiv beschäftigen. Und Sie haben einiges schon ausgeführt. Wasserstoff ist ein kleines, bewegliches, reaktionsfreudiges Element. Das wurde schon gesagt. Und es ist eben auch ein Energieträger mit hoher Dichte. Das macht den Reiz aus und das macht sozusagen die Attraktivität aus für diese Energiewende und für die Welt der Zukunft, die Energiewelt der Zukunft. Wasserstoff ist relativ gut speicherbar unter bestimmten Bedingungen. Sie haben einiges erwähnt. Aber wir hören das gerne wirklich. Es ist so komplex, dass man es durchaus wiederholen kann. Ja. Also, Sie haben einiges erwähnt, Druckbehälter und Ähnliches oder eben in flüssiger Form. Es gibt aber auch die Möglichkeit, zum Beispiel Wasserstoff, und das ist auch so einer der Reize, und das ist ein Gebiet, wo Österreich sehr, sehr, sehr aktiv ist, in unterirdischen Gasspeichern, also das sind einfach Sandsteinformationen, einzulagern und zu speichern. Das sind zum Beispiel Projekte, mit denen sich Österreich aktuell beschäftigt, und dort ist der Wasserstoff dann wirklich über sehr, sehr lange Zeit speicherbar, und das ist dann genau das Attraktive am Wasserstoff, dass wirklich saisonale Verschiebungen sind. Das ist der eine Bereich zum Beispiel, den ich jetzt noch ein bisschen ergänzen darf. Wasserstoff ist extrem reaktionsfreudig, darum kommt er auch in der Natur eigentlich immer gebunden vor. Auf Erden ist er, Sie haben es erwähnt, im Universum das häufigste Element, auf Erden ist er auch nicht unhäufig. Er tritt, also wie der Name schon sagt, in verschiedenen Verbindungen auf, vor allem in Wasser, aber auch in organischen Verbindungen. Da kann sich ja der Chemiker oder chemische Physiker dazu einiges sagen. Tatsache ist aber, entweder ist das Molekül Wasserstoff H2 oder der Wasserstoff muss natürlich aus diesen Verbindungen mit relativ hohem Energieaufwand erst einmal herausgelöst werden, haben wir gehört. Vor allem, also ein bekannter Weg, Wasserstoff ist ja auch nicht ganz ein neues Produkt, das zum Beispiel in der Industrie verwendet wird, ist die Elektrolyse. Viele von Ihnen können sich vielleicht erinnern an die Geschichte des Wasserstoffs vor ein bisschen mehr als 100 Jahren, die Hindenburg. Das ist das, was den meisten Leuten im Kopf ist, wenn man von Wasserstoff spricht. Inzwischen hat sich aber viel geändert.
Er ist reaktionsfreudig und daher wird er schon sehr lange in der Industrie verwendet. Österreich verwendet aktuell rund 150.000 Tonnen Wasserstoff in Industriebetrieben. Das sind also vor allem zu Reduktionszwecken. Das ist zum Beispiel in der Stahl- oder Metallindustrie, das ist in der Elektroindustrie, Chemie, Pharmazie und so weiter. Also da kommt er sehr stark zum Einsatz und 150.000 Tonnen pro Jahr klingt jetzt nicht so viel, aber es wurde erwähnt, die Farbpalette des Wasserstoffs, das ist momentan im Wesentlichen grauer Wasserstoff, also sehr, ich würde sagen, klimaschädlich, ein großes Potenzial hier zu reduzieren mit einem relativ einfachen Maßnahmen zum Beispiel. Also das Wasserstoff, vielleicht haben Sie die Debatte verfolgt, Wasserstoff ist eines der Themen, das steht wirklich für Disruption in der Energiewelt. In den letzten, ich würde sagen, circa 5-7 Jahren hat also das Thema Wasserstoff vor allem in Europa, aber auch weltweit, unglaublich an Dynamik zugelegt. Der Wasserstoff wurde so als eine Art vielfach Champagner der Energiewende bezeichnet, manche sagen dann wieder Kohle der Zukunft, einfach anspielend auf die Veränderungen, die durch die Industrialisierung damals mit sich gingen. Also Wasserstoff wird große Bedeutung beigemessen. Ganz Europa bewegt sich in Richtung einer Wasserstoffwelt, das muss man einfach sagen, da wird konzipiert. Und es gibt zahlreiche europäische Großprojekte, die am Laufen sind. Österreich ist bei einigen Aktivitäten beteiligt. Es ist eine Art Goldgräberstimmung eingetreten. Aber man muss auch sagen, dass hier in den nächsten Jahren wird es ganz stark darum gehen, wo kann der Wasserstoff zuerst eingesetzt werden, welche sind die prioritären Anwendungsbereiche. Und da ist für Österreich aus den Innovationsaktivitäten für uns zumindest absehbar, dass es schon eine gewisse Einschränkung ist und nicht Wasserstoff für alles in dem Energiebereich der Zukunft, sondern Wasserstoff, wie gesagt, saisonale Speicherung, Wasserstoff in die Industrie, dort, wo ich unbedingt Wasserstoff auch als Betriebsmittel, als Chemikalie zum Einsatz bringen muss. Wasserstoffprojekte aber auch zum Beispiel in der Mobilität, in dem Bereich, wo es keine Alternativen gibt zum Verbrenner oder zur Elektromobilität. Also wir sehen bei uns viele Projekte im Bereich dieser Heavy-Duty-Vehicles, also das heißt Schwerverkehr, große Busse, LKWs oder einige Sonderfahrzeuge. Also da geht der Trend ganz stark hin in Österreich, hat auch was mit der lokalen Industrie zu tun bei uns. Und was wir auch sehen, ist natürlich, es gibt zahlreiche Aktivitäten rund um, ich würde mal sagen, regionale Wasserstoffsysteme, die sich hauptsächlich dort bilden werden, wo jetzt schon große Industriekomplexe vorhanden sind. Das heißt, also wir sehen zum Beispiel Aktivitäten im Raum Linz, kein Wunder, dort ist die große Stahlindustrie Österreichs angesiedelt. Wir sehen Aktivitäten in der Steiermark, auch dort Stahlindustrie. Wir sehen aber auch Aktivitäten ganz stark zum Beispiel in Kärnten, wo zum Beispiel Infineon, und Sie haben es angesprochen, das Thema der Wertschöpfungsketten bzw. der Lieferkettenproblematik, den grauen Wasserstoff in seiner Produktion durch grünen, sehr hochreinen Wasserstoff ersetzen will. Und wir sehen Aktivitäten in Tirol, die sich mehr um das Thema Wasserstoff im regionalen Kontext, Wertschöpfungskette regional einsetzen und einbringen und die auch sehr viel in den touristischen Bereich hineingehen mit Wasserstoff. Also zum Beispiel wasserstoffbetriebene Schneemobile, wasserstoffbetriebene Pistenraupen, wasserstoffbetriebene Schmalspurbahnen und Ähnliches, einfach um hier sozusagen den Tourismus mit gutem Gewissen, sauberer Tourismus, also hier umzusetzen. Das sind so die Bereiche. Und der große Bereich, den ich noch erwähnen muss, und das ist auch Forschung, sehr forschungsintensiv momentan, Sie haben es ein bisschen erwähnt, die Wasserstoffwelt ist erst im Entstehen, das heißt, es sind noch viele Forschungsfragen offen, zum Beispiel das Thema der Brennstoffzellen, die gibt es zwar auch schon einige Zeit, aber die Technologie selbst wird jetzt laufend deutlich verbessert und wir erwarten uns hier zum Beispiel schon Effizienzsteigerungen und natürlich auch entsprechende Kostenreduktionen bei diesen Verfahren, denn jede Technologie wird mit jeder Serie oder mit der Anzahl zunehmend billiger, ganz einfach, weil die Produktion leichter fällt, weil man schon Erfahrung hat, weil viele Fehler nicht mehr gemacht werden. Das wäre mal so der Einstieg, vielleicht noch ein Thema, für, wenn Sie das verfolgen in den Medien, Sie haben es erwähnt, es gibt grünen Wasserstoff über Elektrolyse hergestellt mit Strom aus erneuerbarer Energie, also meistens Photovoltaik oder Wind, aber könnte auch was anderes sein. Es gibt Bezeichnungen entlang der Palette Grau, Blau, Türkis, Pink, Gelb und auch biologisch hergestellter Wasserstoff oder also Photolyse als Thema. Also wir haben sehr viele Farbspiele und das ist oft für Außenstehende
natürlich schwer nachvollziehbar, denn es sind auch hier viele Debatten dahinter über Zertifizierung und Qualität von Wasserstoff. Aber das ist eigentlich, ich meine, also wir sagen jetzt einmal, grüner Wasserstoff ist die sichere Bank, wenn man klimaverträglich agieren will. Alles andere ist momentan erst im Aufbau oder in Umsetzung. Und da wird sicher der Herr Rittmann einiges dazu sagen. Denn da gibt es wirklich auch noch Spitzenforschung zu erledigen. Das wäre so mal mein erster Beitrag. Vielen herzlichen Dank, Frau Vogel, für diese sehr umfangreiche und interessante Zusammenfassung. Ich glaube schon, dass uns das jetzt ein besseres Bild ermöglicht, was es alles kann. Ja? Frau Bach, wenn Sie heute den Stand der Technik ansehen, von dem wir jetzt schon einiges gehört haben, wann wird aus Ihrer Sicht eine Energieversorgung mit Wasserstoff möglich sein und wann werden Sie als Energieversorger die ersten Produkte für Ihre Kunden anbieten? Welche werden das sein? Ja, vielen Dank für die Frage. Wir sind schon mitten in der Umsetzung, das heißt, wir beginnen gerade mit einem ersten großen Projekt, einen Elektrolyseur zu planen. Der sollte Ende 23, Anfang 24. spätestens in Produktion gehen oder Produktion also von Wasserstoff in Betrieb nehmen. Was sind Hinderungsgründe oder also Elektrolyseure, das ist ganz wichtig, kann man kaufen, kann man bestellen, wird geliefert. Also der Stand der Technik es ist erledigt, das gibt's, ja, das ist einmal die gute Nachricht. Natürlich muss man dafür sorgen, dass der Strom erneuerbar ist, also wie angesprochen Wind, Photovoltaik oder Wasserkraft. Wir kommen dann später vielleicht noch zu den Zertifizierungsthemen, aber im Prinzip geht das, ja, das gibt's. Ganz gut, ich kann mir das für daheim kaufen, wenn ich Sonnenstrom am Dach habe. Die Frage ist, ob ich Wasser, und ich komme jetzt gleich zu dem Punkt, okay. Also wir als Energieversorger würden mal Wasserstoff produzieren. Und dann ist die Frage, wer braucht denn den oder wer braucht ihn denn dann 23 oder 24 oder was machen Sie damit oder wer macht was? Und da möchte ich jetzt ganz kurz einen Diskurs oder einen Exkurs machen in die Frage Energiewende, was ist denn das? Und, oder was wollen wir denn umwenden oder was ist denn das Problem? Das Problem, wie Sie alle wissen, sind ja die CO2-Emissionen oder andere klimaschädliche Gase, die wir wegbringen möchten. Und wenn man jetzt schaut, wo kommen denn diese Gase her, wenn man sich einen Kuchen vorstellt, dann ist ungefähr ein Drittel Verkehr, ungefähr ein Drittel Industrie und ungefähr ein Drittel der sogenannte Tertiärsektor, also Wohnen und Gewerbe und so weiter. Ja. Das heißt, aus unserer Sicht sind zwei Foki, ja, das ist, wie es auch Therese Vogel schon angesprochen hat, das eine ist die Industrie, die braucht Wasserstoff zum Produzieren und da geht es darum, dass man die Industrie von einem grauen Wasserstoff zu einem grünen bringt. Und das andere ist der Verkehr. Und der Verkehr, hört man sehr oft in den Medien, ist in Österreich ja etwas, wo die Emissionen eher steigen statt sinken. Und daher geht es darum, dass man den Verkehr dekarbonisiert. Wie geht das? Oder eben CO2-Emissionen verhindert. Wie geht das? Da zeichnen sich jetzt zwei Technologien ab. Sie sehen schon immer mehr Elektromobile, also Elektrobatteriefahrzeuge sozusagen fahren. Ja. So wie es aussieht, wird das kleine Fahrzeug sein, also für Bürgerinnen und Bürger, die ein Auto im klassischen Sinn haben möchten oder auch für städtischen Zulieferbetrieb wird man elektrisch fahren. Aber wenn ich jetzt, ich sage mal, Strecken entweder länger als 200 Kilometer oder überhaupt, zum Beispiel Stichwort, ich kann da noch berichten von einem Konsortium, das zum Beispiel die Post dabei ist und wo es oder eben große Versorgungsketten oder Logistiker, die halb Europa fahren, ja, die möchten mit Wasserstoff fahren. Warum? Weil sie große Reichweiten brauchen und nicht viel Zeit zum Tanken haben, weil zum Beispiel, also selbst bei den Postfahrzeugen ist es so, nämlich jetzt nicht die kleinen Zulieferer, sondern die großen, die von Wiener Flughafen quer durch halb Österreich dann die großen Paketmengen liefern, die sind durchgetaktet in mindestens zwei Schichten und stehen dazwischen nicht. Das heißt, da will man nicht laden, da will man nicht großartig tanken, sondern die müssen einfach fahren und ganz geschwind wieder aufgetankt sein. Das heißt, aus unserer Sicht werden wir jetzt den Wasserstoff zunächst einmal zur Verfügung stellen für öffentlichen Verkehr in Salzburg und zwar für Busse, also Busunternehmen zum Beispiel für den Salzburger Verkehrsverbund, die weiter wegfahren von Salzburg. Ja, da kommen wir dann noch vielleicht auf ein Modellprojekt, das wir gerade auch dem Klimafonds eingereicht haben. Also wir versuchen hier
öffentlichen Verkehr zu unterstützen, werden dann auch entsprechend die Tankstelleninfrastruktur liefern, wollen auch eine Tankstelleninfrastruktur in Autobahnnähe schaffen, damit zum Beispiel LKWs oder Durchzugsverkehr dann Wasserstoff bekommen. Das ist die eine Seite. Und das Zweite, wenn es uns gelingt oder umso mehr es uns gelingt, grünen Wasserstoff zu produzieren, würden wir ihn dann natürlich auch der Industrie zur Verfügung stellen. Das sind aus meiner Sicht die zwei ersten großen Anwendungsgebiete. Und um auf die Frage zurückzukommen, für den Einzelhaushalt sehe ich die Anwendung nicht. Also jedenfalls im Augenblick nicht, und dass man sich jetzt ein Kilo Wasserstoff kauft für irgendwas, das sehe ich nicht. Vielleicht, wie gesagt, wenn Sie beim Logistikunternehmen tanken und fahren, also arbeiten, fahren und dann vielleicht einen großen LKW mit Wasserstoff betanken, das schon. Ich kann mir also keinen Elektrolyseur kaufen, den daheim hinstellen und Solarpaneele aufs Dach machen und dann mache ich das selber. Es ist eine Rieseninvestition, ich warne Sie. Ja. Elektrolyseure sind gesehen, wo sind das welche machen, in Deutschland, in deutschen Ja, sind aufwendig. Ich glaube, aber werden wir dann noch diskutieren, ich glaube, dass die saisonale, wir sprechen eher von saisonaler Speicherung oder von dem Thema, dass man, wenn man mit Wasserkraft, mit Windkraft und mit Solar über den Winter kommen will, dann, dass man eher in großen Speichern denkt und eher sozusagen staatlich oder Energieversorger oder von Industrieseite denkt und weniger von Einzelhaushalten. Ja. Aber da bin ich natürlich jetzt neugierig, was die anderen Diskutantinnen dazu sagen. Herzlichen Dank. Bitte. Wir haben noch einen innovativen Ansatz, Herr Rittmann. Vor kurzer Zeit haben Sie in einer Publikation im renommierten Nature Verlag gezeigt, anhand Ihrer Forschungsarbeiten, dass man auch noch andere Möglichkeiten hat, Wasserstoff herzustellen, nämlich mit Mikroorganismen. Das soll auch besonders effizient sein. Ich frage das jetzt einmal wieder ganz laienhaft, wie viel Kubikmeter Mikroorganismen brauche ich, ich bin wieder beim Haushalt, aber nehmen wir halt, weil es vielleicht besser ist, mein Auto zum Fahren zu bringen. Ja, vielen Dank für die Frage. Also auch vielen Dank für die Einladung, heute hier sein zu dürfen. Es ist eine große Freude. Ich beschäftige mich schon sehr lange Zeit mit der Wasserstoffforschung und es ist mir eine große Freude, dass wir jetzt diese Wasserstoff- oder gemeinsam in diese Wasserstoffzukunft gehen können. Ich beschäftige mich mit biologischer Wasserstoffproduktion, mit Mikroorganismen. Und diese Mikroorganismen, das ist auch nichts Neues, diese Forschung gibt es schon seit über 100 Jahren mit Reinkulturen. Das Neue, was wir gemacht haben, wir haben jetzt mehrere Mikroorganismen zusammengestellt zu einem künstlichen mikrobiellen Ökosystem, also ein künstliches Ökosystem geschaffen, wo diese Organismen angeregt worden sind, mehr Wasserstoff zu produzieren, als sie es natürlich tun würden. Und zwar indem bestimmte Stoffwechsel-Zwischenprodukte, die normalerweise nicht metabolisiert würden, dann eben zur Wasserstoffproduktion genutzt werden können. Das war hoffentlich einfach und verständlich. Das heißt, wir haben die Effizienz erhöhte Wasserstoffproduktion und wo wir jetzt von der Wasserstoffproduktionsrate sprechen, also wie viel von diesen Mikroorganismen brauche ich, das ist sehr überschaubar für eine 100 Quadratmeter Wohnung circa, den Energiebedarf zu decken in Wien, da brauche ich ungefähr so einen 100 bis 1000 Liter Bioreaktor. Es gibt aber auch deutlich bessere mikrobielle Systeme, also das ist eine Badewanne voll mit Mikroorganismen. Brauchen Sie von unserem künstlichen Ökosystem, um den Wasserstoffbedarf zu decken, Ihrer Wohnung. Okay. Aber es gibt deutlich bessere Mikroorganismen, also Mikroorganismen, die noch viel mehr Wasserstoff produzieren. Da reicht es dann schon, wenn man vielleicht einen halben Liter hat. Also das sind durchaus sehr effiziente und hochproduktive Organismen. Und dieser Ansatz, ich glaube, das könnte schon zumindest ein kleiner, überschaubarer, aber doch wichtiger Beitrag zur grünen Wasserstoffproduktion sein. Das gilt auch offiziell als grüner Wasserstoff oder befindet sich noch im Stadium der Grundlagenforschung, nehme ich mal an. Die Grundlagenforschung, die ist laufend. Also ich habe schon erwähnt, es gibt 120 Jahre, aber es kommt auf die Definition drauf an. Wir haben uns heute hier zusammengefunden, um über Elektrolysestrom zu sprechen, über den grünen Wasserstoff, der aus Überschussstrom bzw. aus Wind- und Sonnenstrom produziert wird. Aber vielleicht können wir gelegentlich auch zu dem Thema Biowasserstoff zurückkehren, weil das ist schon auch ein Ansatz, der durchaus in kleinerem Maßstab dann auch Potenzial hat, da einen Beitrag zu leisten. Ja, grün ist ja das Thema, was ich das jetzt sagen, ich meine, ich mische mir jetzt klein, grün oder Farbbezeichnung ist ja bezüglich der Klimaverträglichkeit zunächst einmal egal, sage ich mal, was relevant ist, ist die Frage, was kommt hinten raus an Emissionen, ne?
Und das ist der Knackpunkt. Und da gibt es natürlich auch Zertifizierung, Bach hat es angesprochen, die Kommission, also gibt ja auch hier Vorgaben für kohlenstoffarmen Wasserstoff oder ähnliches, und das sind dann Kriterien, die angelegt werden. Ne? Und die muss also, man halt erfüllen, oder man erfüllt sie nicht. Ja, beim Biowasserstoff ist es so, dass der Wasserstoff, der erzeugt worden ist, ursprünglich in organischer Materie gespeichert worden ist, deswegen ist er CO2-neutral. Müsste man sich halt in einem größeren Kontext mal anschauen, aber da gehe ich schon davon aus, dass das CO2-neutral produziert wird. Oder wir wissen es. Entschuldigung, ganz kurz nachgefragt noch, wie machen die Mikroorganismen das? Machen die das im Dunkeln? Machen die das mit Licht? Wie geht das? Nein, da gibt es sehr viele verschiedene Organismengruppen. Es gibt manche Organismen, die stellen das durch Biophotolyse her. Die splitten das Wasser. Andere Organismen nutzen die sogenannte Wassergas-Shift-Reaktion. Da wird Kohlenmonoxid mit Wasserstoff, also Wasserstoff ist das Produkt dieser Reaktion und CO2 auch. Aber wenn das eben ursprünglich in organische Materie gebunden war, dann ist es CO2-neutral. Und es gibt andere Organismen, die nehmen zum Beispiel Zucker oder Proteine oder den Abfall, den Bioabfall, und können daraus Wasserstoff produzieren. Also da gibt es eine große Diversität an Mikroorganismen, die zur Biowasserstoffproduktion genutzt werden kann. Dankeschön. Dankeschön. Können wir vielleicht zusammenfassen, damit wir das irgendwie eingrenzen können? Ja? In welchen Bereichen ist grüner Wasserstoff nützlich und effizient? Wir arbeiten jetzt quasi eine Liste ab, wo kann man es verwenden und wo nicht. Ja? Und welche echten Grenzen kennt der Einsatz von grünem Wasserstoff? Weil wenn wir sagen, von Mikroorganismen bis zu großen Industrieanlagen, das ist schon eine ziemlich breite Palette. Frau Bach, möchten Sie anfangen? Also ich würde sagen, Wasserstoff wird auf jeden Fall sinnvoll dort einzusetzen, wo er eingesetzt wird im Bereich der Industrie, wobei man es sagen muss, wenn wir von der Energiewende sprechen, dann ist es auch sehr sinnvoll und notwendig, die Industrie nach Branchen durchzuschauen und zu sagen, wo brauche ich vielleicht in Zukunft gar keinen Wasserstoff oder kein Gas, weil ich eine ganz andere Technologie habe. Also es geht ja mal prinzipiell darum zu sagen, wie kann man effizienter und umweltfreundlicher produzieren. Vielleicht geht es auch ohne grauen Wasserstoff und ich brauche auch keinen grünen Wasserstoff. Das wäre mal ein Punkt. Aber wenn ich in der Industrie nicht wegkomme vom Wasserstoff, dann wird es absolut notwendig sein, hier Wasserstoff zu verwenden. Das ist einmal sozusagen keine Frage. Zweiter Punkt, Verkehr. Aus meiner Sicht dort, wo man nicht elektrisch ausreichend fahren kann, also wo es sozusagen dann zu knapp wird mit den Batterien, dort spielt Wasserstoff sicherlich eine Rolle. In dem anderen Bereichen, ich sage jetzt einmal Haushalt, Wohnung etc., aus jetziger technologischer Sicht gibt es da eher andere oder günstigere Methoden, die ja vielleicht unkomplizierter sind, um das Haus gut und effizient zu versorgen. Was ich noch sagen möchte, ein bisschen zur Erklärung, warum wird denn der Wasserstoff überhaupt kontroversiell diskutiert, weil das klingt ja jetzt alles, was wir so sagen, sehr also einfach, ne? Die Technologie gibt es, wir nehmen den grünen Strom, produzieren mit Elektrolyse den Wasserstoff und verwenden ihn und es ist grün und die Klimawende ist geschafft sozusagen. Was ist das Schwierige daran? Schwierig ist es nicht, man muss nur wissen, dass wir einen Umwandlungsverlust haben. Das heißt, wenn ich aus Strom Wasserstoff produziere und den Wasserstoff dann wieder verwende, um in einer, also über eine Brennstoffzelle wiederum Strom zu machen zum Beispiel, also um mit dem Fahrzeug dann zu fahren, habe ich einen Umwandlungsverlust und insgesamt der Wirkungsgrad ist jetzt circa 40%. Er wird sicherlich besser werden, Frau Vogel hat es angesprochen, da wird ja auch viel noch dran gearbeitet. Aber das ist der Punkt, warum man sagt, Achtung, wir sollen Wasserstoff nur dort verwenden, wo es nicht anders geht. Ja, also dort, wo ich elektrisch zum Beispiel fahren kann, habe ich ja keinen Umwandlungsverlust und Elektromotoren sind natürlich extrem effiziente Motoren prinzipiell. Ja, also ein Elektromotor ist ein effizienterer Motor als ein Dieselmotor oder ein Benzinmotor. Das heißt, das ist der Hintergrund, warum man mit grünem Wasser, warum man aufpassen muss und wissen muss, dass grüner Wasserstoff auch ein wertvolles Gut ist, aus Energiesicht gesehen, nicht nur finanziell. Mhm. Frau Vogel, möchten Sie dazu noch was sagen? Na, oder soll ich Sie schon mit der nächsten Frage bombardieren? Alles richtig gesagt. Also ich glaube, was die Herausforderung sein wird, ist, Wasserstoff ist ein
Stoff, wenn man so will, oder ein Energieträger jetzt aus dieser Sicht der Energiewende, der natürlich wahnsinnig verlockend ist für eh alles. Also am Anfang, vor circa 5-6 Jahren, war das Thema Wasserstoff für alles und wir steigen um von fossilen Energieträgern, Kohle, Gas, Öl, auf alles durch Wasserstoff ersetzen. Ja? Das war so ein bisschen so eine große Vision und da hat sich jetzt sozusagen, ich würde fast sagen, eine gewisse Realisierung oder Konkretisierung ergeben, dass man sagt, na Moment, wir müssen in diese Welt einsteigen, wir müssen dazu auch Infrastruktur aufbauen. Brigitte Bach hat es kurz erwähnt, also wir brauchen Tankinfrastruktur, wir brauchen Pipelines, wir brauchen Druckbehälter, wir brauchen also ganz viele Dinge dazu, um mit Wasserstoff überhaupt arbeiten zu können. Und man muss sich auch sehr gut überlegen, wie wir so ein System aufbauen, denn wenn man überall nur Bits and Points hat, dann ist so eine Infrastruktur praktisch unendlich teuer mit ganz wenig Wirkung. Also man muss sich sehr gut überlegen, in welchen Bereichen beginnt man. Und da zeichnet sich halt schon dieser Industriekomplex als Thema ab. Denn einerseits gibt es schon einen bestehenden Bedarf und andererseits könnte der sogar noch wachsen, indem Industrien eben auch zum Beispiel auf Wasserstoff umgestellt werden. Also Stahlindustrie verwendet dann statt Gas und Koks bei der Produktion Strom und Wasserstoff zum Beispiel. Und dann sind wir sehr schnell bei sehr großen Mengen, die wir brauchen werden. Und darum ist sozusagen diese Priorisierung der Industrie ganz wichtig, weil es geht darum, wenn man sagt, die Schwerindustrie, wo wir jetzt Energieträger, fossile Energieträger in sehr großem Maß einsetzen, ein Drittel unserer Treibhausgasemissionen aus diesem Bereich. Wenn wir dort etwas bewirken können, dann können wir wirklich uns in Richtung Klimaneutralität verändern. Und da ist eben auch der Wasserstoff, der grüne Wasserstoff hat da eine gewisse Rolle. Und weil zuerst das Thema der Preise gesagt wurde, also was wir jetzt erleben durch diesen Ukraine-Krieg, dass Erdgas oder halt Gas aus Russland in dem Fall, dass Gas am Weltmarkt sehr teuer geworden ist, das hat jetzt plötzlich die Elektrolyse und den grünen Wasserstoff attraktiver gemacht. Also der grüne Wasserstoff war fast jetzt günstiger in diesen Hochpreisphasen als der graue, der bislang wesentlich billiger war. Also wir sehen, es gibt unglaubliche Verwerfungen und die Frage wird schon sein, hier ein stabiles System aufzubauen und der Trend ist ja schon auch in die Richtung bei all diesen Fragen, ob das jetzt landesweit ist, kontinental ist oder der Privathaushalt in Richtung Versorgungssicherheit, ja, und ein gewisses Autonomiebestreben in der Energieversorgung. Und das steht schon auch dahinter ganz groß. Und der grüne Wasserstoff ist sozusagen auch noch das Versprechen an den Klimaschutz. Damit habe ich gewisse Möglichkeiten. Aber eben nur, wenn tatsächlich das Label grün draufpickt und nicht irgendwas anderes. Und vielleicht muss man auch noch eines dazu sagen, weil zuerst die Debatte war, na, haben wir den Strom? Also Brigitte Bach hat ja gesagt, es geht um große Mengen. Es geht auch um große Mengen an elektrischer Energie, also Strom, die wir letztlich brauchen. Und das Wasserstoffthema wird natürlich ganz stark gepusht von den Ländern, die Strom in Großanlagen, beispielsweise Offshore-Windanlagen produzieren, also Deutschland, Niederlande, aber auch Schweden. Oder die, das muss man auch ganz offen sagen, Atomstrom zur Verfügung haben. Ja. Also das sind die Länder, die das Thema gewaltig vorantreiben. Für Österreich stellt sich die Frage ein bisschen anders. Und daher muss man sagen, ist auch diese ambivalente Zugänge, sind die ambivalenten Zugänge gegeben, wo die anderen sagen, wir können das für alles verwenden und die anderen sagen, wir müssen selektiv vorgehen. Wir haben nicht Überschüsse an Energie im großen Maß, sondern wir müssen dort beginnen, wo wir es unbedingt brauchen und nicht den grünen Wasserstoff verschwenden im Raumwärmebereich, wo man wahnsinnig dichten Energieträger hat, wo man dann auf, weiß ich nicht, 25 Grad aufheizt, ja? Statt dort, wo wir hohe Temperaturen brauchen, das einzusetzen. Also es geht auch um Effizienz und um Effektivität des Einsatzes. Und daher ist die Debatte sehr durchwachsen. In Österreich, aber auch in Europa. Wenn ich auch noch was dazu sagen kann zu den Einsatzfeldern. Und ein großes Einsatzfeld, das ich sehe, ist zum einen die Lebensmittelproduktion, also die Produktion von Dünger. Da werden unglaublich Mengen von Wasserstoff benutzt, um den molekularen Stickstoff eben in Stickstoffdünger umzuwandeln. Und das ist ein großes Einsatzgebiet, wo man diesen grünen Wasserstoff, glaube ich, sehr gut einsetzen kann. Und eine andere Möglichkeit besteht natürlich auch in der Dezentralisierung, in der Produktion von grünem Gas. Grüner Wasserstoff ist ein grünes Gas und ein anderes grünes Gas, das man produzieren kann, ist zum Beispiel, wenn man grünen Wasserstoff verwendet und CO2 damit in Methan umwandelt. Also zum Beispiel in dem Bereich der Biomineralproduktion, also wenn man Biomethan
produzieren. Da haben wir das Potenzial, dass man den Wasserstoff zusammen mit dem CO2, das bei den Biogasanlagen noch übrig bleibt, also in die Atmosphäre abgegeben wird, dass man das CO2 auch noch aufwerten kann. Und da hat man eine sehr schöne dezentrale Komponente, wo man dann noch Biomethan produzieren kann, also weiteres grünes Gas. Das wären zwei Einsatzfelder, die ich noch gerne in den Ring werfen will, sozusagen. Und Ihr Einsatzfeld mit den Mikroben, wird das je im Vergleich zu einer industriellen Elektrolyse ein Anwendungsgebiet sein? Kann man das in großem Maßstab machen? Ja, man kann das in sehr großem Maßstab durchführen. Es gibt in Südkorea, gerade wird dieser Prozess im industriellen Maßstab ausgebaut. Mhm. Und zwar vor allem im Bereich der Wassergas-Schiffreaktion, also aus Kohlenmonoxid und Wasserstoff zu produzieren für die Stahlindustrie. Weil auch Kohlenmonoxid dann eben in der Stahlindustrie anfällt und dann kann man das eben diese Sektorenkopplung eben durchführen, um dann eben nicht CO2 das Wasser einfach zu verdampfen zu lassen, sondern dann noch Wasserstoff zu gewinnen. Ja, die Mikroben werden allgemein unterschätzt. Also auch zum Beispiel in diesem, was ich jetzt erst erwähnt habe, in den unterirdischen Gasspeichern. Absolut, ja. Ist das so ein Thema, dass man eher durch Zufall darauf gekommen, weil Österreich hat ein paar Millionen Kubikmeter unterirdische Gasspeicher im Sandstein, die liegen in ein paar hundert Meter Tiefe. Und da ist man eher durch Zufall, durch Verpressung von Wasserstoff in diese Gaskörper, ist man draufgekommen, dass da unten Bakterien leben, Archaeen, also ja, sehr uralte, die sozusagen in großer Tiefe vor sich hingearbeitet haben. Und es wurde dann aus dem Wasserstoff eben durch auch Zugabe von CO2 in diesen unterirdischen Volumina ist einfach quasi grünes Erdgas entstanden. Genau. Ne? Und das hat natürlich einen gewissen Reiz, weil diese unterirdischen Gaslagerstätten schon einmal gefüllt waren mit Erdgas. Also diesbezüglich ist zu erwarten, dass sie halbwegs dicht sind. Und insofern ist das also eine spannende Geschichte. Und das sind aber unglaublich große Mengen und Kubaturen, also weil sie gefragt haben, was denn die Mikroben können. Die können wirklich sehr, sehr viel und werden üblicherweise sehr unterschätzt. Ja. Da stimme ich zu. Ja, dieses Projekt, das kenne ich auch. Und mit diesen Mikroorganismen arbeiten wir auch in Reinkulturen im Labor. Und das Potenzial dieser Organismen ist wirklich unglaublich. Also wenn ich vorher diese Badewanne erwähnt habe bei der Biowasserstoffproduktion, bei der Umwandlung von Wasserstoff und CO2 in Methan, da braucht man dann wirklich nur noch sehr, sehr geringe Volumina, weil diese Mikroorganismen sehr effizient umwandeln. Also sehr hohe Produktionsraten an Methan können erzielt werden. Ja. Und das ist dann auch wieder das grüne Gas. Ja, absolut. Möchten Sie noch was sagen, Frau Bach? Wenn Sie... Ja, ich wollte Sie jetzt nur nicht unterbrechen, wenn so langsam Gas ich wollte noch was zu dem Strom sagen, ja, weil das vielleicht auch interessant ist. Man hat ja das Gefühl, wir haben viel Strom in Österreich oder wir haben genug Strom. Ja. Warum haben wir denn nicht genug Strom auch für, oder wie viel Strom haben wir eigentlich? Sie haben vielleicht verfolgt, dass es das sogenannte Erneuerbaren Ausbaugesetz gibt. Wozu gibt es das oder was machen wir gerade? Es geht darum, dass man den Strom, den wir jetzt in Österreich verbrauchen, dass wir den bis 2030 nur mehr grün haben wollen. Ja. Also nur mehr aus Wasser, Wind, Sonne, Biomasse. Und alles, was sozusagen Gas oder Kohle ist, sowieso kein Thema, oder Öl eben wegkriegen. So, das heißt, um eine Zahl zu sagen, das sind 27 Terawattstunden, die jetzt auszubauen sind. Im Verhältnis, damit man sich das vorstellen kann, im Augenblick verbrauchen wir 79 Terawattstunden. Das ist schon relativ viel, was da gebraucht wird. Nur um den Strom grün zu machen, den wir jetzt ohnehin alle verwenden. Jetzt muss man aber wissen, wenn wir jetzt von der Energiewende sprechen, dass wir bei Industriesektoren, aber wir reden ja auch von der Elektromobilität, ja, dass wir mehr Strom brauchen werden. Also tendenziell gehen andere Energieträger zurück und der höherwertige Energieträger Strom wird wichtiger. Das heißt, wir kommen in das Thema, wir brauchen mehr Photovoltaik und noch mehr und noch mehr und noch mehr Wind und noch mehr. Und aus meiner Sicht, also auch als Energieversorger, ja, da geht viel. Also in Österreich, da ist auch unglaublich viel Kapazität. Aber es gibt irgendwo Grenzen auch der Akzeptanz. Ja. Wie viel Windräder wird es im Burgenland noch geben oder wird es in Niederösterreich geben? Wie viel Photovoltaik werden wir in Salzburg bauen? Und das ist natürlich auch eine Frage, die auszuverhandeln ist mit der Bevölkerung und der Politik und den Energieversorgern. Es ist eine Frage zwischen Investition und Ertrag und Akzeptanz und natürlich Naturschutz und all diesen Themen, wo die Frage ist, wie viel geht denn? Und das ist sozusagen in dem Fall der begrenzende Faktor. Ja, ja, und dann könnte ich vielleicht noch sagen, Stichwort Infrastruktur.
Was braucht es denn sonst noch? Ja, also wir haben schon ganz kurz angesprochen, Elektrolyseure braucht es, ja, das wäre ein Thema. Die haben, wenn ich nochmal zum Strom komme, noch eine andere Funktion, die sehr hilfreich ist, durch den Wind und durch die Photovoltaik wird ja, also haben wir ja, man nennt das volatil oder haben wir Volatilitäten in der Stromerzeugung, eben der Wind bläst oder er bläst nicht und die Sonne scheint oder sie scheint nicht. Damit ich aber das Netz unterstützen kann und damit ich sozusagen diese vielleicht zu starke Erzeugung verwenden kann, wenn ich sie sonst nicht brauche, ja? Also Sonntagvormittag, alle dann nur in Ruhe frühstücken und keiner kocht noch und die Industrie ist teilweise abgeschalten und die Sonne scheint und der Wind bläst, ja? Dann haben wir vielleicht zu viel Strom. Dann könnte ich jetzt viele Elektrolyseure anschalten und die würden dann auch netzstabilisierend wirken und würden sozusagen auch den Verbrauch, den ich sonst nicht, eigentlich nicht habe, den Verbrauch dann herstellen und ich könnte sie abschalten, wenn ich sowieso rundherum mehr verbrauche. Aber es ist ja noch eine Funktion. Ja, und dann haben wir gesprochen, wir würden unbedingt Infrastruktur natürlich Tankstellen brauchen. Da ist noch nicht ganz technisch klar, auf welchem Druckniveau, 700 oder 350 Bar sind, das wird sich wahrscheinlich noch entscheiden. Und dann braucht man für die Industrie eigene Wasserstoffnetze. Warum? Es wäre schade, wir haben schon davon gesprochen, es wäre schade, den hochreinen grünen Wasserstoff ins allgemeine Gasnetz einzuspeisen, wo er dann untergeht sozusagen oder verheizt wird oder wie auch immer, sondern man würde den grünen Wasserstoff, so gibt es auch in Industriegebieten in Nordrhein-Westfalen bereits sehr konkrete Initiativen, würde man Wasserstoffnetze bauen für die großen Industriezweige, die das dann auch brauchen. Ja. Und natürlich bräuchte man wahrscheinlich auch Transport von Wasserstoff, vielleicht per LKW oder per Zug. Allerdings ist der Transport von Wasserstoff relativ teuer. Das heißt, es wird immer Sinn machen, ihn eher dort zu produzieren, wenn es möglich ist, wo ich ihn brauche. Trotzdem werden wir um einen gewissen Import für die Industrie nicht herumkommen. Ja, das wird wohl sein müssen. Stichwort Tankstellennetz. Das war ja immer so ein Traum, das total emissionsfreie Wasserstoffauto, das ewig fährt und ganz toll. Ja. Aber ich habe gestern eine Grafik gesehen, es gibt in Österreich, ich glaube, 5 Wasserstofftankstellen. Ja. Jetzt sind wir da noch relativ weit entfernt von einem allumfassenden Tankstellennetz. Gibt es da irgendwie, wie lange dauert das noch? Ist das überhaupt verwirklichbar und gibt es international schon Beispiele? Also Wasserstofftankstellennetz überall. So ich würde nur einen Punkt nochmal, der ganz wichtig ist, dazu sagen, ich glaube nicht, dass es sinnvoll ist, dass man unter Anführungszeichen die normalen Autos mit Wasserstoff fährt. Die sollte man elektrisch fahren. Und da entwickelt sich gerade das Tankstellennetz sehr gut in Österreich. Also die ganzen Hypercharger entstehen jetzt überall von unterschiedlichen Anbietern. Im Wasserstoff sind wir jetzt gerade dabei, auch von den Energieversorgern zu sagen, wir müssen überall an den Hubs, ich sage einmal die Hauptstädte Wien, Linz, Salzburg etc., da muss überall was entstehen und das ist wahrscheinlich in den nächsten 1,5 Jahren vermutlich leicht zu machen, also für den großen Transport. Ich meine, es gibt ja Schätzungen für Deutschland, dass also 140, 150 Wasserstofftankstellen reichen, um den Schwerverkehr sozusagen zu bewältigen. So als Orientierung, ja, kann man sich ausrechnen, wie es in Österreich dann aussieht. Und die Reichweite bei den Wasserstofffahrzeugen, vor allem auch bei den LKWs, ist durchaus wirklich groß. Und also da wird es nicht solche Zahlen geben, wie zum Beispiel die die Stromtankstellen oder Ladestellen. Man will also Wasserstofftankstellen an jedem Bahnhof machen, habe ich, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe, oder? Damit Laster dort tanken können. Ist das ja, so gedacht? Autobahn, also Korridore. Also, ich meine, es ist ja, wie gesagt, Wasserstoff, die Frage nach dem Wasserstoff wird nicht in Österreich entschieden, sondern es ist wirklich ein kontinentales Thema in Europa. Und Österreich hat sich verpflichtet durch Vereinbarungen auf europäischer Ebene, dass zum Beispiel Wasserstoffkorridore und Ladekorridore und Tankkorridore zu errichten sind. Die Tankkorridore, über das redet man nicht mehr, Tankstellen gibt es eh entlang den Autobahnen genug. Die Ladekorridore waren der nächste Schritt, die sind jetzt entlang der großen Autostrecken durch Österreich im Wesentlichen auch abgedeckt, auf den Autobahnen, ja. Und der nächste Schritt sind jetzt die Wasserstofftankstellen, die ebenfalls als Korridore, da muss Österreich einfach entlang der West- und der Südachsen oder Südautobahn hier also Tankstellen zur Verfügung stellen. Und das ist aber an der Zahl überschaubar. Also das sind vielleicht eben die 15, 20, 30 einmal. Ja. Aber also das Thema ist hier eher diese
Wasserstofftankstellen sind nicht per se sofort ein Geschäft, ja, weil so viele Laster mit Wasserstoff, Brennstoffzellen fahren noch nicht in Europa, auf Europas Straßen oder auch auf Österreichs Straßen. Die PKW, wir haben jetzt 50 oder 60 Wasserstoffautos in Österreich. Ja. Das ist keine Zahl, mit, also es gibt das Businessmodell noch nicht. Und daher wird das natürlich sehr stark eine Aufgabe sein, die man dort ansiedelt, entweder bei der öffentlichen Hand, also Betreiber von Autobahnen, oder, das hat die Brigitte Bach ein bisschen angeschnitten, dort im halböffentlichen Bereich, wo bei Industrie, Arealen ohnehin mit Wasserstoff umgegangen wird und Wasserstoff zum Beispiel in Flotten zum Einsatz kommt, dann gibt es dort vielleicht Wasserstofftankstellen. Und wir haben ja schon das Beispiel auch aus Wien. Es gibt hier eine Wasserstoffgarage für die städtischen Busse. Es gibt hier auch natürlich eine zugehörige Tankstelle dazu. Also so wird das im Wesentlichen entstehen. Und es ist ein bisschen vergleichbar mit dem, was in der Elektromobilität halt vor 10, 15 Jahren passiert ist. Nämlich, dass das rundum so Kondensationskeime sozusagen entstehen wird als System. Aber es gibt so gewisse Verpflichtungen, die Österreich erfüllen muss. Da ist man dran, das umzusetzen. Und das andere ist, das weitere Netz wird man Step by Step aufbauen. Ich habe noch einen kurzen Themenblock, bevor ich Ihre Fragen entgegennehmen darf, so es welche gibt. Wie wird das in Österreich gefördert, Frau Vogel? Und Herr Rittmann, wie einfach ist es eigentlich, ein Unternehmen zu gründen im Bereich Wasserstoff? Sie haben ja ein Start-up. Welche Förderungen gibt es und wie leicht tut man sich mit der allgemeinen Förderlandschaft in Österreich? Ja, also die Forschungsprojekte, die ich bekommen habe, die sind alle von der FFG gefördert worden, zum Thema Wasserstoffproduktion bzw. Wasserstoffumwandlung. Und naja, wie leicht das ist relativ. Also wenn man eine sehr gute Idee hat und einen guten Ansatz, einen Projektantrag schreibt und der wird begutachtet, dann kann man schon überzeugen, oder wir konnten überzeugen, glücklicherweise. Und es war auch am Zahn der Zeit. Also man hat ja gesehen, diese, was Sie vorher erwähnt haben, diese Initiative, Wasserstoff zu produzieren, da hat es eine Ausschreibung gegeben und genau bei dieser Ausschreibung haben wir eingereicht und dann eben unser angewandtes Grundlagenforschungsprojekt bekommen von der FFG. Und ein Startup im Bereich der Wasserstoffnutzung, also wir haben eben letztes Jahr gegründet und unser Ziel ist es, dass wir mit Mikroorganismen Nahrungsmittel produzieren. Und das betrifft ja den Punkt, den ich vorher angesprochen habe, dass man eben diesen Wasserstoff, diesen grünen Wasserstoff, dann auch nutzt, um eben direkt Nahrungsmittel zu produzieren. Und das machen wir nicht, indem wir den Umweg über die Landwirtschaft gehen, sondern wir nutzen Mikroorganismen und diese Mikroorganismen produzieren Aminosäuren. Aminosäuren sind die Grundbausteine von Proteinen und diese Aminosäuren, also jeder Erwachsene hat circa einen Bedarf von 40 Kilogramm Aminosäuren pro Jahr. Und wenn ich das jetzt mal so skizzieren darf, wir bräuchten für jeden Erwachsenen in Österreich circa einen Quadratmeter Solarfläche, um eben den Bedarf an Aminosäuren zu decken. Das ist eben eine sehr gute Möglichkeit, dass man eben diese Abhängigkeit der landwirtschaftlichen Produktion von Düngemitteln direkt umgehen kann, um dann eben mit Mikroorganismen, die Wasserstoff nutzen, grünen Wasserstoff, dann eben Nahrungsmittel zu erzeugen. Und ich glaube, da sind wir auch wieder am Zahn der Zeit und hoffentlich auch mit FFG-Förderungen dann versehen, möglicherweise. Da ist vielleicht sogar Klimafondsgeld dann drinnen, ne? Möglicherweise. Wie fördert der Klima- und Energiefonds den Themenbereich? Bei uns gibt es einiges, wurde schon erwähnt, im Innovationsbereich Forschung, Technologieentwicklung. Also da gibt es einige sehr große Vorhaben. Momentan eine Vorzeigeregion, Wasserstoffinitiative Österreich heißt die. Da werden also sehr viele Forschungsprojekte im großen Stil umgesetzt und da werden auch viele gefördert. Größenordnung in der Forschung wird sein, so 10 Millionen bis jahresweise unterschiedlich bis 20 pro Jahr für das Thema, auch rund um Wasserstoff. Aber wir fördern, also das ist sozusagen der größte Brocken. Es gibt natürlich dann im Bereich der Elektromobilität damit zusammenhängende Förderungen. Es gibt auf der Bundesebene gerade aktuell eine sogenannte EBIN-Förderung, also wo es um emissionsarme Busse geht, wo also genauso Wasserstoff auch möglich ist als
Thema. Es gibt auch österreichische Beteiligung an Forschungsaktivitäten im europäischen Raum, da gibt es einiges. Und was man auch sagen muss, auch der Europäische Innovationsfonds unterstützt Wasserstoffprojekte, die man dort einreichen kann. Das sind allerdings dann größere Vorhaben, die halt je nachdem so um die zwischen 2 und 5 Millionen Euro oder größer 7,5 Millionen Euro an Förderung kriegen. Und das sind zum Teil sehr, sehr große Vorhaben, aber man muss einfach sagen, es ist überall ein intensiver Wettbewerb und nur die besten Projekte setzen sich durch. Das ist einfach so in diesem Bereich momentan. Aber ich sehe die Perspektive durchaus positiv. Ja. Das Thema wird Fahrt aufnehmen. Wir haben immer mehr Industrieunternehmen, die sich interessieren. Wir haben kürzlich eine Anlage eröffnet, Photovoltaik kombiniert mit Elektrolyse und Wasserstoffproduktion in der Steiermark, weil der Käufer, der Abnehmer für den Wasserstoff da war. Also das ist in dem Fall ein Metallunternehmen. Ja. Und so wird es gehen. Also es werden sich Konglomerate herausbilden aus Energieversorgern, Industrieunternehmen, Flottenbetreibern möglicherweise, die hier gemeinsam Projekte entwickeln und wo auch die Abnahme da ist, sodass auch dann der Energieversorger das attraktiv hat und dass die Technologie zum Einsatz kommen kann in diesem Komplex einmal. Also ich glaube, dass es so gehen wird und da ist Österreich eigentlich gut aufgestellt. Also wir haben einige spannende Projekte. Ich meine, gerade im Mobilitätsbereich ist sozusagen das Thema dem BKW, also Brigitte Bach hat es erwähnt, da geht es im Wesentlichen um betriebene Elektromobilität. Das ist die Vision für Österreich auch und das zeigt sich auch an den Zahlen. Wir haben weit über 100.000 Elektroautos in Österreich und wie gesagt 50 Wasserstoffautos. Das ist einfach so, ja, das ist Kraft des Faktischen. Aber im Bereich der LKWs, der Busse, der größeren Fahrzeuge, also dort ist das Match noch durchaus offen und da wird Wasserstoff durchaus die eine oder andere bedeutende Rolle spielen. Wie viel Geld haben Sie da zur Verfügung, wenn ich Sie das fragen darf? Naja, der Klimafonds hat ein Jahresbudget jetzt aktuell von rund 300 Millionen Euro pro Jahr, aber das ist für sehr viele Bereiche. Und der grüne Wasserstoff ist ja, wie gesagt, das Thema Herstellung über Elektrolyse ist an und für sich ein gängiges Verfahren. Da gibt es eine Förderung im Erneuerbaren Ausbaugesetz, die an und für sich vorgesehen ist und nicht sozusagen über den Klimafonds. Was wir unterstützen, ist der Ausbau der erneuerbaren Energie in ganz vielen Bereichen, ob das jetzt Photovoltaik ist oder eben anderes. Und was bei uns auch unterstützt wird, ist das Thema jetzt ganz groß natürlich, wie schaut es aus mit der Umbau der Gasversorgung in Österreich? Das ist ein ganz zentrales Thema, jetzt nicht nur aus gegebenem Anlass. Die Abhängigkeit ist ja schon länger bekannt. Mhm. Frau Bach, möchten Sie noch was sagen dazu? Oder möchten Sie sich beteiligen? Nicht mehr. Gut. Ich sage vielleicht nur ganz konkret, nur einen Satz noch, was wir... ein Forschungsprojekt, das wir jetzt hier gerade auch eingereicht haben, wie kann das ausschauen? Wir gehen da sehr stark in die Demonstration und schauen, dass wir in zwei Modellregionen in Salzburg, wir werden so zwischen 15 und 30 Busse fahren haben, also von dem Elektrolyseur habe ich erzählt, dann haben wir Busse nähe Stadt Salzburg und das andere von Zell am See in den Pinzgau hinein, damit man auch sozusagen wirklich ausprobiert, ja, wie von den Fahrern ganz praktisch, wie ist das, wie wird es von den Kundinnen angenommen, wie geht es mit der Werkstatt, ja, wie funktioniert das alles im Schichtdienst sozusagen, also um das wirklich einmal zu testen. Wir haben auch Müllfahrzeuge dabei, das ist vielleicht auch interessant, um wirklich zu schauen, wie man mit diesen Schwerfahrzeugen und Wasserstoff umgeht. Ja. Was ich vielleicht noch gerne erwähnen würde, auch ungefragt, ist das Thema, bitte. Ist das Thema, also das, der grüne Wasserstoff ist für Österreich schon auch ein Thema von relativ hoher Relevanz. Österreich ist ein Industrieland. Einerseits ist der Wasserstoff relevant für die Produktion, vor allem im Bereich der Schwerindustrie. Andererseits hat aber auch Österreich sehr, sehr kompetente Technologieanbieterunternehmen, die jetzt schon in vielen Bereichen tätig sind, die im zukünftigen Wasserstoffszenario eine Rolle spielen. Das sind also beispielsweise Hersteller von Druckrohrleitungen, von Druckbehältern, von speziellen Ventilen, von Elektrolyseuren zum Teil auch oder Komponenten für Elektrolyseure. Ja. Aber auch im Brennstoffzellenbereich gibt es also einige Aspekte, wo Österreich durchaus Zulieferer von Komponenten sein kann. Und auch im Automotive-Bereich gibt es ja großes Interesse. Also für Österreich ist es auch eine Frage des
wie soll ich sagen, der künftigen Entwicklung der Exportlandschaft. Ja? Also wo können wir in den zukünftigen Wertschöpfungsketten uns einklinken? Jetzt tun wir das, aber die Frage wird sein, wie schaut es in Zukunft aus mit der Wertschöpfung hier und mit unseren Unternehmen, wo werden die hin, wann und was exportieren? Und das ist auch die Chance, die sozusagen diese Wasserstoffwelt mitbringt. Man muss sich einfach anschauen, wo haben wir künftige Chancen für letztlich auch Green Jobs in Österreich. Das ist ganz essentiell. Und das tut man halt dort in den Feldern, wo man jetzt schon gewisse Stärken hat. Da kann man sich leichter weiterentwickeln als Unternehmen. Also bei den Startups oder sozusagen Unternehmensgründung ist es ein sehr langer, harter Weg, bis aus einem Startup dann irgendwas, wie heißt das, dann Einhorn wird, also das sehr schnell wächst und hunderte Arbeitsplätze produziert. Gleichzeitig haben wir hier große Industrieunternehmen vor Ort, die zehntausende Arbeitsplätze zu halten versuchen, und das ist einfach sozusagen für Österreich ganz, ganz zentral als Thema hier, den Anschluss zu bewahren. Ich hätte gerne mal eine Zahl. Ich würde gerne was dazu sagen zum Start-up. Ich glaube, wir sollten nicht den Fehler machen, dass wir jetzt die eine Industrie gegen die andere ausspielen, sondern ich glaube, wir sollten schon auch darauf schauen, dass auch neue Industrien, Hochtechnologieindustrien, die grünen Wasserstoff benötigen, wie zum Beispiel auch unsere Firma, dass wir da auch sozusagen diese Industrie berücksichtigen, weil gerade die Biotech-Industrie ist eine Industrie des 21. Jahrhunderts. Die Biotech-Industrie ist jetzt an dem Punkt angelangt, an dem die chemische Industrie am Anfang des 20. Jahrhunderts war. Das heißt, da gibt es gigantische Zuwächse, Wachstumsraten in der Biotech-Industrie, und das sollten wir als Hochtechnologiestandort nicht außer Acht lassen. Ja, wir sollen das außer Acht lassen, aber ich sage, es ist das Wachstum ist schwierig, ja? Also sozusagen so in die tausenden Arbeitsplätze zu kommen von einer Neugründung, ist wirklich eine große Herausforderung. Ne? Darum muss das eine Phase auffahren und das andere muss trotzdem irgendwie sich weiterentwickeln. Kann man von einem Anteil sprechen? Sie haben jetzt zahlreiche Beispiele genannt, in welchen Bereichen Wasserstoff schon zum Einsatz kommt. Der Anteil von grauem versus dem Anteil von grünem Wasserstoff in Österreich. Gibt es diese Zahl? Der Anteil von Grünen ist relativ gering, irgendwo zwischen 5 und 10%. Okay. So wie eingangs erwähnt, also bestenfalls. Aber in unseren Förderprojekten ist er zwangsläufig größer, weil das eine Auflage ist für die Förderung. Und sonst, aber wissen wir, wie viel in Österreich das verwendet wird, irgendwie überhaupt, im gesamten Mix? Ganz wenig noch. Also ich habe jetzt keine Zahl, aber einstellige Prozentzahl, ganz wenig noch. Ja. Also ist alles im Aufbruch, im Aufbau. Wir kennen Projekte in der Schweiz, wo jetzt auch in Kombination mit Logistikern und Elektrolyseuren ein Unternehmen beginnt. Ja. Aber es ist alles noch sehr, also gerade so im Entstehen. Ja. Erste Elektrolyseure sind in Betrieb gegangen, glaube ich, gerade letzten 2-3 Monate, aber ist noch nicht viel. Also wir reden dann wirklich halt von der sprichwörtlichen Goldgräberstimmung, wie Sie eingangs gesagt haben. Ja. Meine Damen und Herren, wir können jetzt eine Publikumsrunde machen, falls jemand Fragen hat. Wir nehmen sie gerne entgegen. Da hinten mit der rosanen Maske, bitte. Darf ich? Wenn Sie Ihren Namen sagen und genau, das Mikrofon. Ja, hi, ich bin Elke oder Elke Eix. Genau, ich habe eine Frage, und zwar ist ja ein Drittel des gesamten Energiebedarfs Wärme. Da haben wir gar nicht drüber geredet gerade. Und wenn man jetzt komplett auf Erneuerbare umsteigen soll, dann haben wir eigentlich nur Geothermie, Solarenergie und Biomasse. Genau, eigentlich spielt der Wasserstoff auch eine Rolle. Oder eben Fernwärme, genau. Das ist auch die Frage, woher die Fernwärme kommt. Wie sehen die da die Rolle von Wasserstoff? Danke für die Frage, super Frage. Bitte, Frau Bach. Also, ich habe mir gedacht, ich weiß nicht, ob wir darüber reden sollen, weil es dann noch einmal eine Dimension aufmacht, aber Sie haben die Frage, und die Frage ist klar. Es fehlt das, ich würde mal sagen, im Prinzip fehlt noch das politische gesamthafte Bild, wie gehen wir in Europa und insbesondere in Österreich mit der grünen Wärme um und wie machen wir die Wärmewende. Ja? Aber was man sagen kann ist, es gibt ja auch, es war ja auch schon in den Medien, im neuen grünen Wärmegesetz, wird so sein, dass also ab 23 werden keine neuen Gasthermen darf es keine neuen Gasheizungen mehr geben in Gebäuden, und bis 2040 müssen alle
Gasheizungen umgerüstet sein auf was. So, das hilft jetzt noch nicht der Antwort, nicht, aber das ist einmal ein Fakt. Und dann, glaube ich, muss man sagen, in der Stadt ist es sicher Fernwärme. Und Fernwärme kann man sehr gut mit Biomasse machen, also Biomasse-Heizkraftwerke. In Wien ist es ja auch Müll, was also vorbildlich funktioniert. Man kann auch noch Wärme holen aus industrieller Abwärme. Die kann man aus dem Kanal noch Wärme holen. Man kann mit Wärmepumpen eben Wärme sozusagen auf ein höheres Temperaturniveau bringen, etc. etc. Also Fernwärme ist ein Thema. Dort, wo ich keine Fernwärme habe, da wird man in die Richtung gehen, entweder sind es kleinere Biomassekessel, es könnten Wärmepumpen natürlich sein und dann natürlich auch die Solarthermie kann eine wichtige Rolle spielen. Ja. Und dann ist die Frage, ob man dann vielleicht auch im ländlichen Bereich Mikronetze hat. Also da ist noch viel, ich sage mal, da gibt es viel an Technologie, aber das Gesamtbild steht noch nicht. Wir haben in Salzburg zum Beispiel gerade begonnen. Ich habe jetzt gerade eine Gas-Wärme-Strategie, eine grüne Gas-Wärme-Strategie losgetreten, die werden wir Ende des Jahres fertig haben, um genau gerade diese Frage zu beantworten. Wie macht man die Fernwärme grün und zwar relativ rasch ganz grün? Wie machen wir im ländlichen Bereich uns fit? Ja? Und was können die Einfamilienhäuser verwenden? Ja? Also das heißt, man braucht komplette Lösungen. Technologien gibt es, es geht um die Frage des Gesamtbildes. Mhm. Noch jemand? Der Herr in der schwarzen Maske, genau, Sie. Zorro. Sie. Genau, jetzt, Sie sind das bitte. Dankeschön, mein Name ist Kurt Belius. Ich habe drei kurze Fragen. Vorerst ein Kompliment an die Salzburg AG. Vor vielen, vielen Jahren, als Erdgas der Kraftstoff der Zukunft war, war die Salzburg AG das erste Unternehmen mit der ersten Erdgastankstelle in Österreich und das erste Unternehmen, das den kompletten Fuhrpark auf Erdgasauto umgestellt hat. Die Wiener Energie war die zweite. Jetzt meine Frage, was machen Sie, wenn Sie in die Wasserstofftechnologie hineingehen, wenn es keine Sonne gibt und kein Wind? Und dann eine Frage an den Klima- und Energiefonds. Es gibt ja schon Forschungsprojekte, wo Wasserstoff, ob es grün oder grau, gespeichert wird. Gibt es da schon ein Ergebnis? Weil Sie sagen ja, der Wasserstoff ist ja sehr flüchtig. Das heißt also, die leeren Gaskavernen dürften offensichtlich nicht dicht genug sein. Und dann noch die Frage, Geothermie ist nicht ein Thema, was massiv gefördert oder beachtet werden müsste. Wir haben ja unten wesentlich viel Wärme und die bei jedem Wetter, ob Sonne okay. oder Wind. Ja. Danke. Möchte jemand schon antworten? Vielleicht, ich fange an bei der Geothermie. Also wir haben kürzlich, gab es wurde eine Roadmap veröffentlicht. Es war zwar im Wesentlichen eine Innovationsroadmap, aber es sind viele Aspekte drin für Sie und jetzt. Völlig richtig, Geothermie ist ein Riesenpotenzial in Österreich, bisher relativ wenig ausgeschöpft im Vergleich zu anderen Ländern. Es gibt jetzt einige größere Vorhaben, also beispielsweise in Wien, aber bei der Geothermie muss man einmal wieder sagen, also ich will es jetzt nicht verkomplizieren, aber sprechen wir von so einer Art Erdsonden, die in wenige 10 Meter Tiefe gehen oder so in mittlere Lagen mit ein paar hundert Meter oder sprechen von der tiefen Geothermie, die in einige tausend Meter geht. Und dort ist es so, dass das die erste Aufgabe, das gibt es, das Potenzial, die erste Aufgabe ist es zu finden. Und da ist jetzt sicher, da ist immer die Überlegung, in welcher Form man zum Beispiel also Seismik zur Verfügung stellen wird, Seismikdaten über ganz Österreich oder Ähnliches, ob man den allgemein also generieren und allgemein zugänglich machen kann. Das ist die erste Frage. Die zweite ist, diese Vorhaben sind nicht billig, weil die Bohrungen, also das Teure bei der Geothermie, vor allem bei der tiefen Geothermie, sind die Bohrungen. Und alles andere ist dann vergleichsweise günstig sozusagen, aber daher sind das eher Großprojekte, wohingegen das Thema mit den Erdsonden, das durchaus auch für die Privathaushalte im Hinterhof, wo auch immer, kann man das im Wesentlichen verwenden, wenn es der Untergrund zulässt, ja auch sogar im verbauten Bereich, es kommt jetzt ein bisschen drauf an, habe ich unter mir die U-Bahn-Tunnelröhre, wird schwer werden, wenn nicht, habe ich mehrere Möglichkeiten, aber grundsätzlich ist das ein großes Thema, das im Kommen ist, aber auch Geothermie, weil das zuerst die Wärmefrage war, ist eine Lösung, die man eher sozusagen über gesamte, zumindest Straßenzüge oder Grätzl ausrollt. Ja. Das ist nicht eine Sache, die man von Privathaushalt zu Privathaushalt machen wird in einer Stadt, sondern wird man ganze Gebiete identifizieren, braucht schließlich auch ein Wärmenetz, wo ich diese Wärme transportiere. Ne. Das ist das eine, so Riesenpotenzial, wird auch
meine Einschätzung ist, das wird erschlossen werden, was wirklich attraktiv ist, und es gibt in anderen Ländern viele Beispiele dafür, dass es geht. Das andere Thema, was Sie angesprochen haben, die Lagerung von Wasserstoff im Untergrund. Wasserstoff ist ein kleines Element oder sehr kleines Molekül, geht sehr gern überall durch. Daher ist man genau diesen Weg gegangen, Wasserstoff gemeinsam mit CO2 im Untergrund zu verpressen, um sozusagen hier diese Ehe zu Methan zu ermöglichen, ja? Weil man weiß, dass diese unterirdischen Hohlräume sind das ja gar nicht, das ist ein Sandstein mit Poren, ja? Dass die, aber die hatten ja schon Methan in sich, das jetzt abgepumpt war in der Vergangenheit, und dafür sind sie sozusagen stabil. Daher geht man nicht den Weg, den Wasserstoff da anzureichern, mit dem Risiko möglicherweise, dass der durch irgendwelche Klüfte im Untergrund, wo auch immer, hinwandert. Der Wasserstoff würde, so wie alles andere auch, den Weg des geringsten Widerstandes gehen und würde jede Kluft nützen, um ich weiß nicht wo wieder zutage zu treten, und das wäre eigentlich nicht wünschenswert. Daher geht man den Weg zu überlegen, wie kann man dort sozusagen grünes Methan in einer Form lagern, das dann stabil in diesen unterirdischen Hohlräumen schon einmal eingelagert war. Man geht davon aus, dass das auch weiterhin stabil sein wird. Das ist die Überlegung. Und dann war noch, wenn es keinen Wind und keine Sonne gibt, ja, was tun? Ja? Also wir werden Wasserstoff auch mit Wasserkraft erzeugen, ja? Also mit Wasserkraftstrom. Und wie gesagt, bei Wind und Photovoltaik insbesondere den Strom dann auch versuchen, dahingehend zu nützen, wenn es zu viel unter Anführungszeichen erneuerbaren Strom gibt, dass man dann insbesondere in die Elektrolyse geht zum Beispiel. Ja, so. Aber auf jeden Fall auch als Basis Wasserkraft. Wer möchte noch? Der Herr mit dem blauen Anzug und der weißen Maske. Hat das auch einen gemacht. Ja, guten Abend, Wolfgang Zottl. Ich habe drei Fragen oder Statements. Frage 1, weil ich da völlig unbelegt bin mit den Mikroorganismen. Wie schaut es aus? Wie lang produzieren die jetzt Wasserstoff oder nützen sie die ab? Jetzt ganz laienhaft und banal gefragt. Zweiter Punkt, Autos gibt es also nicht mit Wasserstoff und es gibt einen sehr geringen Anteil von Wasserstoff. Ich denke mir halt schon, dass man überlegen muss, die riesigen Akkumulatoren, die man verbaut in Millionen von E-Autos, und wenn man da den Vergleich zieht, ist vielleicht Wasserstoff durchaus anzudenken, nicht nur in ganz großen Fahrzeugen. Und zu den ganz großen Fahrzeugen habe ich eine Anmerkung natürlich. Ich bin Optimist und ich weiß, dass natürlich die Umwandlung in der Elektrolyse einerseits, andererseits wieder in der Brennstoffzelle im Moment einen schlechten Wirkungsgrad produziert. Der Wirkungsgrad wird steigen. Wir werden nicht bei 40 sein, aber wir werden nicht viel höher raufkommen. Und da gibt es ein ganz geniales System im Verhältnis zum LKW, das auch einen niederen Reibungswert hat und damit weniger Energie braucht. Das ist die Eisenbahn. Da brauche ich keine Umwandlung. Da geht der Strom über den Stromabnehmer praktisch direkt zum Motor. Und das hat mir jetzt ein bisschen weh getan in den Statements, dass also immer wieder der LKW als ein Mittel für den Fernverkehr oder für die weiten Transportstrecken genannt wird. Ich denke, der LKW hat seine Notwendigkeit natürlich in der lokalen Transportierung, aber in der Ferne sollte man doch eher an den Transport mit der Eisenbahn denken. Danke. Dankeschön. Wir beginnen bei den Mikroorganismen. Machen die das ein Leben lang oder verbrauchen die sich und muss man immer wieder neue Mikroorganismen dazu tun? Ja, vielen Dank für die Frage. Super Frage. Also gerade die Archaea, diese Organismen, die in diesen Gaskavernen die Umwandlung von Wasserstoff und CO2 durchführen, oder auch die Organismen, die wir verwenden, das sind sogenannte autobiokatalytische Systeme. Das heißt, wenn der Stoff produziert wird, das Methan zum Beispiel oder der Wasserstoff, dann vermehren sich diese Organismen. Das heißt, wir zielen auf Prozesse ab, die kontinuierlich sind. Kontinuierliche Prozesse laufen so lange, wie die Zulaufströme sind. Also solange ich das Substrat zugebe, zum Beispiel eben Zucker oder in Kohlenmonoxid oder
vom Yard, werden diese Organismen kontinuierlich Wasserstoff produzieren oder auch kontinuierlich den grünen Wasserstoff in Methan umwandeln. Und das ist der große Vorteil der Mikrobiologie oder der Biotechnologie, dass man eben diese autobiokatalytischen Systeme hat, sich selbst erneuernde Systeme. Und das ist auch ein sehr, sehr großer Vorteil gegenüber den chemischen Systemen. Die chemischen Katalysatoren, die muss man erneuern, ersetzen und die Biologie erneuert sich selbst, während sie das Produkt bildet. Das ist der allergrößte Vorteil. Nein, ist es nicht. Also es ist sehr wohl so, dass natürlich auch Wärme verloren geht. Es gehen auch andere metabolische Produkte werden erzeugt, aber diese Systeme können kontinuierlich laufen. Ja. So wie ein Wasser kontinuierlich laufen kann und zur Stromerzeugung genutzt werden kann, kann auch ein Mikroorganismus kontinuierlich umwandeln. Und wenn die Lebensdauer dieses Mikroorganismus erreicht ist, wird er sich oder erneuert sich, es gibt Vermehrung und dieser Organismus vermehrt sich während der Produktbildung. Und das ist der große Vorteil. Ja. Okay, danke. Und ich komme jetzt zur zweiten Frage, die ich versuche zu verbinden. Ja, wenn man sich die großen Akkumulatoren der E-Autos vorstellt, ist vielleicht ein kleineres Wasserstoffauto doch gar nicht so eine schlechte Idee. Und warum machen wir das Ganze nicht? Danke für die Frage mit der Eisenbahn. Ja, warum reden wir ständig vom LKW? Vielleicht zur Besänftigung der Gemüter. Der Klima- und Energiefonds hat auch Anschlussbahnen schon gefördert. Aber Tatsache ist, halt, die Eisenbahn kommt nicht überall hin. Ich meine, das ist jetzt auch kein Geheimnis. Ist also schienengebunden oder halt sehr stark in eine lineare Infrastruktur gebunden, die vergleichsweise aufwendig ist. Und das Thema ist halt, das wissen wir auch, dass die Railcargo-Frachten eher zurück gehen als ansteigen. Das hat die Ursache auch darin, dass es eben zum Beispiel keine brauchbare CO2-Bepreisung gibt, unter anderem. Ne? Weil dann würden diese Preise in vielen Bereichen anders ausschauen, die sich ergeben, ob das jetzt das LKW fossil versus. Das ist das eine. Das zweite ist, der LKW hat wahrscheinlich bei der Zulieferung und Versorgung vor allem von urbanen Zentren, also unzweifelhaft seine Rolle. Wir haben auch in Österreich wirklich jetzt die Versuche von 23 Tonnen bis zum 42 Tonnen mit Wasserstoff das Ganze anzugehen, beispielsweise. Aber da muss man auch sagen, dass das ist wirklich am Anfang, diese Dinge. Also zumindest in Europa gibt es wenige Hersteller. Das muss man wirklich noch viel lernen. Und ich bin völlig d'accord bei Ihnen, dass die Brennstoffzelle verbessert wird. Da gibt es jetzt seit wenigen Jahren, wird die Forschung extrem intensiviert. Und das wird besser, weil das sind einfach Skaleneffekte. Ja. Da wird geforscht, das wird besser, wir werden größere Serien herstellen. Bei den Akkuthemen bin ich etwas entspannter, weil es wird so sein wie in vielen Bereichen, und da sind schon die ersten Überlegungen da, es wird, weil dort sehr viele seltene Erden auch drinnen sind oder rare Metalle und andere Stoffe, es wird eine Sammellogistik aufgebaut, die ist jetzt sozusagen in den ersten Zügen. Wir haben auch dazu Projekte unterstützt, das wird es geben, und das wird etwas schneller sein als in vielen anderen Bereichen, weil einfach in Europa jetzt wirklich sehr, sehr schnell die Elektroautoflotten wachsen. Ja. Und weil man letztlich auch sich in eine Art Kreislauf begeben muss, weil man sonst wieder von anderen Rohstoffen abhängig ist. Vielleicht dann nicht von fossilen Energieträgern, sondern von anderen seltenen Erden, die uns wieder fehlen. Also insofern, das sind ganz intensive Überlegungen. Österreich, aber auch Europa geht ganz intensiv in das Thema auch Kreislaufwirtschaft aus diesen Gründen hinein. Also sozusagen Generierung von Stoffkreisläufen, um die Abhängigkeiten zu reduzieren, wenn man so will. Die Ökobilanz ist mit dem grünen Strom, also mit erneuerbarem Strom, ganz klar zugunsten des Elektroautos. Das ist einfach so. Kann sein, dass das sich später mal ändert mit anderen Effizienzen und sonst was, aber es ist jetzt, das ist ganz, ganz, ganz deutlich. Und vielleicht noch ein Wort, was dann immer die Thematik ist mit E-Fuels oder Biofuels oder anderen Dingen. Egal jetzt, ob die Bilanz sozusagen, ob sie bilanztechnisch klimaneutral sind, ist es vor Ort in den urbanen Zentren ein gewaltiger Unterschied, ob ich einen säuselnden Motor ohne nennenswerte Abgase habe oder ob ich Abgase vor Ort inhaliere. Das macht immer noch einen Unterschied, auch wenn es bilanztechnisch neutral wäre. Mhm. Für die Leute vor Ort macht es einen gewaltigen Unterschied in Gesundheit und im Komfort und in der Lebensqualität. Das darf man auch nicht vergessen, ohne auf die Effizienz und sowas jetzt einmal einzugehen.
Okay. Eine, maximal zwei Fragen können wir noch nehmen. Bitte der Herr, da ganz hinten im hellblauen Hemd. Ja, mein Name ist Martin Schröder, ich bin ein totaler Laie in der Materie. Und was ich jetzt verstehe ist, dass das alles noch sehr im wissenschaftlichen Bereich ist, Startup und so weiter. Wie weit ist der Markt? Gibt es hier schon Unternehmen, die hier irgendwie gewinnbringend agieren können? Gibt es hier Teslas oder Vestas oder irgend so etwas? Und Sie haben erwähnt, dass das vor allem jetzt eine europäische Sache ist, also mit den energiereichen Ländern im Norden. Wie schaut denn das international aus? Ist das eine europäische Angelegenheit? Sie haben dann auch Südkorea erwähnt. Wie schaut es aus mit den USA? Wie schaut es aus mit Asien? Wie schaut das aus vom Markt, von der Marktreife? Und wie schaut das international aus? Danke. Wer möchte? Ich kann kurz was dazu sagen, was das Thema Wasserstoff allgemein betrifft. Es gibt Kontinente ebenso wie Nordamerika, wo wie soll ich sagen, die Distanzen sehr groß sind, ja, und die Abhängigkeit vom eben LKW, also von der Straßentransport gewaltig. Und dort hat sich schon sehr lange ein Wasserstoffmarkt entwickelt im Bereich der großen Transporte, der Logistik sozusagen. Und also es ist ein Riesenmarktgebiet dort und auch schon, also das ist schon ein Markt, dort gibt es schon Unternehmen, die produzieren, ob das jetzt Brennstoffzellenhersteller sind, ob das Elektrolyseurproduzenten sind, ob das Tankstellen sind für Wasserstoff oder auch Wasserstofffahrzeuge, die gibt es dort. In Europa schaut das vielleicht ein bisschen anders aus. Ich meine, wir haben, Europa ist sehr stark im Verbrennungsmotor, im Klassischen. Es ist auch ein Grund, warum diese Entwicklung sehr, sehr lange, jegliche Veränderung wurde auch aus diesen Gründen sehr lange hintangehalten und gebremst, muss man einfach sagen. Es gibt in Südostasien, also Japan ist schon sehr lange am Thema Wasserstoff und Brennstoffzelle dran. Die haben genau diese Konzepte auch, die diskutiert wurden. Die haben so Notstromversorgung durchs Auto. Früher war das der Verbrenner, jetzt ist es halt die Brennstoffzellen, das brennstoffbetriebene Auto. Ja. Das kann ich Plug-in im Haus machen und nicht nur also übers Haus laden, sondern umgekehrt. Das ist Zusammenbruch des Strom, der Stromversorgung. Ich schalte das Auto an und kann dann für 2-3 Stunden bestimmte Zeit meine Stromversorgung aufrechthalten. Das gibt es dort alles schon. Das gibt es dort deswegen, weil dort anders als in Österreich die Stromnetze sehr oft zusammenbrechen. In Österreich ist sozusagen der Ausfall der Stromversorgung in einer wirklich dankenswerter Weise sehr, sehr kleinen Anzahl. Das sind also Minuten pro Jahr, ja. Und dort sind es halt, da ist aus der Not gedrungen, hat man sich dort zum Beispiel in diese Richtung entwickelt. Es gibt Unternehmen, auch in Österreich, die bereits, also im Automotive-Bereich zum Beispiel, da kenne ich das jetzt sehr gut, weil wir uns gerade intensiv damit beschäftigen, da ist zum Beispiel Unternehmen AVL, bekannter Player in der Automotive-Industrie, die haben inzwischen ihr Geschäft mehr oder minder diversifiziert auf drei Bereiche, nämlich den klassischen fossilen Bereich, den Elektrobereich plus den Wasserstoffbereich. Und das Geschäft ist jetzt im klassischen fossilen schon deutlich zurückgegangen. Ganz einfach, weil hier weniger Entwicklung stattfindet, weil man diese Zukunft nicht mehr sieht für den klassischen Verbrenner. Und die machen jetzt einfach mehr Geschäft mit Elektro- und Wasserstoff, also brennstoffzellenbetriebenen Fahrzeugen. Das ist ganz einfach. Also es gibt diese Fälle und es ist, wir haben es auch gesagt, es ist der Bedarf nach grünem Wasserstoff sehr, sehr groß, sofern auch der Markt es dann irgendwie honoriert. Zum Markt könnte ich noch einen Satz sagen und das ist jetzt, wir sind in einer ganz, ganz, ganz spannenden Phase. Mhm. Also es ist klar, dass wir sozusagen den grünen Wasserstoff wollen und wenn ich nochmal auf die Modellregion zurückkomme, die wir da gerade starten, es geht jetzt darum, dass man einerseits das Angebot herstellt, also den Elektrolyseur betreibt und Wasserstoff erzeugt. Gleichzeitig geht es darum, dass Betreiber von LKWs, Bussen zum Beispiel beginnen, mit Wasserstoffbus zu fahren. Und ich brauche natürlich nicht nur die Erzeugung, ich brauche die Tankstelle und so weiter. Also es geht jetzt so wirklich, man muss gleichzeitig jonglieren, das Angebot ja, und die Nachfrage. Dann haben wir das Thema, dass man die LKWs noch nicht so zahlreich kriegt oder erst langsam kriegt. Das kommt alles erst in Gang. Hochspannend und wir versuchen jetzt sozusagen gemeinsam mit vielen anderen Akteuren das langsam hochzuschaukeln und zu schauen, dass wir den Markt, wie Sie angesprochen haben, dass wir in einen Markt hineinkommen. Ja.
Das passiert gerade jetzt, eine sehr spannende Zeit. Ich meine, wir haben zum Beispiel noch ein Projekt, vielleicht zur Ergänzung, wieder ein ganz anderer Bereich, gar nicht Energie, also ich habe es erst kurz erwähnt, Infineon, Halbleiterhersteller in Österreich, Kärnten, Villach, also ein globaler Player, hat eben auch eine ganz zentrale Niederlassung in Österreich. Und die haben, also die stellen jetzt gerade um, die haben bisher, die brauchen hochreinen Sauerstoff für die Herstellung, für ihre Produktion, also da darf wirklich das geringste Schwankungen führen dazu, dass gleich die ganzen Chargen kaputt sind, also Millionenverluste drohen, ja. Der war bisher grau, dieser Wasserstoff, und es wurden jährlich so circa 800 plus minus 800 große LKW von Wasserstoff angeliefert aus den Niederlanden, zum Beispiel in Österreich in Villach. Also 800 LKW pro Jahr ist gar nicht so wenig, wenn man sich das durchrechnet. Ja, sind schon ganz schöne Anzahlen dann auch pro Tag. Das wird umgestellt. Die produzieren jetzt dann grünen Wasserstoff vor Ort mit hauseigener Photovoltaikanlage und versorgen dann ihre Produktion mit grünem Wasserstoff. Ja. Also die wollen einfach auch aus Versorgungssicherheitsgründen, aber auch aus ökologischen Gründen, sie sagen, wir können es tun, wir haben auch die Flächen, wir haben riesige Parkplätze, Hallenoberflächen, Dächer, weiß nicht was alles auf dem Betriebsareal, ja. Da kann man das dann tun und hat auch die Fläche für die Aufbringung. Und diese Fälle gibt es, und wenn die Brigitte Bach hat gesagt, na, das, der Markt heißt, ich habe einen Anbieter und ich habe auch einen Abnehmer. Und wenn das sich in einer Region herauskristallisiert, geht es meistens ganz, relativ schnell, weil auch dann Förderungen ins Spiel kommen, die das dann sozusagen auch wettbewerbsfähig machen. Eine allerletzte Frage können wir noch nehmen, bevor wir in die Schlussrunde gehen, um einigermaßen bei der Zeit zu bleiben. Sie waren schon daher. Die Leute kommen in Schwung. Wer war jetzt als Erste? Sie waren als Erstes, oder? Mein Name ist Maxur. Wenn ich Ihnen zuhöre, wird klar, dass wir gerade am Anfang stehen. Es geht viel los, und deshalb habe ich eine offene Frage an das Podium. Was ist Ihre persönliche professionelle Einschätzung? Bis wann kommt das richtig an? Reden wir von 2030 oder sind wir jenseits davon? Ich komme aus den erneuerbaren Energien. Sie kennen all die. Wir haben ein EAG, wir haben keine Umsetzungsverordnung. Wir haben das Thema mit den UVB-Verfahren, Netze und dergleichen. Wie schaut es da aus? Danke. Ich glaube, das ist eine Antwort, eine Frage für jeden, oder? Also jedenfalls 2030. Wer möchte beginnen? Meine Antwort wäre, gerade vor dem Hintergrund der jetzigen Diskussion und gleichzeitig dem IPCC-Sachstandsbericht, also sechsten Sachstandsbericht von IPCC, ich glaube, wenn wir das Klima noch stabilisieren wollen, wissen wir, dass wir sehr, sehr, sehr schnell handeln wollen, also müssen, und das heißt, das spätestens bis 2030 muss es in Gang gekommen sein, meine Einschätzung. Also ich glaube, dass im Industriebereich, dort, wo man jetzt schon Wasserstoff braucht, sehr, sehr rasch gehen wird, weil jetzt auch die Förderung über das ERG kommt in gewisser Weise, die haben, und da kommt auch dazu, da ist die Standortfrage nicht so eine große, weil die haben meistens, also große Industrieanlagen sind meistens noch dieser Seveso-Verordnung genehmigt. Das heißt, die können in ihrem eigenen Betriebsgerät relativ viel umsetzen, relativ rasch. Daher glaube ich, dass es dort sehr schnell gehen kann. Ich glaube, in manchen anderen Bereichen, also in dem Moment, wo man zum Beispiel in Kleinteiligkeit geht, wie Fahrzeugbestände, ja, dann hat man einfach entsprechend lange Vorlaufzeiten. Da wird 2040 schon recht knapp werden in manchen Bereichen. Einfach, ja. Und wenn man in Bereiche geht, wo man ganz neu die Infrastruktur aufbauen müsste, da wird es wahrscheinlich dann noch ein bisschen länger dauern, weil da bin ich dann unter anderem im Eigentumsrecht, vielleicht in vielen verschiedenen privatrechtlichen Bereichen drinnen, ja. Und. Also da ist es etwas tröger. Darum ist mir persönlich dieser Industriebereich sehr wichtig, weil erstens die Industrie soll weiter produzieren, sie soll das bitte klimaverträglich tun, und sie kann es auch sehr schnell sehr große Einheiten umstellen. Also dass sich das auch Quick-Win irgendwie, wenn man dort was sieht. Ja. Ich glaube auch, dass es für Österreich nicht unerheblich ist, wenn man diese Arbeitsplätze hat und Ähnliches. Ja. Herr Rittmann, Sie wollten auch noch was sagen. Ja, sehr gerne. Also wir wollen sehr schnell auf grünen Wasserstoff umsteigen, wenn ich jetzt von unserer Firma spreche. Wir brauchen spätestens 2026 1200 Tonnen grünen Wasserstoff pro Jahr, um die 400 Tonnen Aminosäuren zu produzieren. Und da wollen wir natürlich auch bald... Also wir wollen den Überschussstrom nehmen, wir wollen diesen grünen Wasserstoff in der Biotechnologie verwenden. Und
auf das Wissenschaftliche, auf den Biowasserstoff jetzt angesprochen. Ich glaube, da brauchen wir noch viel mehr Förderung. Da ist das Potenzial der Mikroorganismen, da haben wir mit der Forschung, die wir an der Uni Wien gemacht haben, nur an der Oberfläche gekratzt, und zwar sehr erfolgreich an der Oberfläche gekratzt. Aber da ist ein unglaubliches, unangetastetes Potenzial in der Mikrobiologie vorhanden, und das sollten wir schon noch versuchen zu heben. Dankeschön. Herzlichen Dank für Ihre Fragen. Wir haben nachher vielleicht noch Gelegenheit, ein bisschen zu plaudern. Ich kann nicht alle nehmen, weil wir müssen einigermaßen in der Zeit bleiben. Ich habe noch eine abschließende Frage in dieser sehr gehaltvollen Diskussion, wie ich fand. Und es ist eine visionäre Frage. Okay, wir haben verstanden, Wasserstoff stabilisiert das Klima ja nicht ganz allein, sondern ist Teil von vielen Maßnahmen. Aber wenn Sie sich jetzt in das Jahr 2021 versetzen, ja, werden wir dann schon ganz selbstverständlich in einer Wasserstoffökonomie leben, oder wird der grüne Wasserstoff in den Schulbüchern als nette Utopie nachgelesen werden können, die man vor 100 Jahren hatte? Das ist eine nette Frage, weil wir haben ein Buch herausgegeben, das hat geheißen Energy 2121. Also nicht so weit weg von Ihrer Vision. Ich glaube persönlich, dass Wasserstoff eine Rolle spielen wird, aber nicht die alleinige. Es wird eher in Richtung, also was ist das mit den Neuro, also wir werden viel mehr Energiequellen, es wird viel vielfältiger werden, aber wir werden auch sehen, und das sind ja die Arbeiten schon im Schwange, dass diese Dinge mit einer integrierten Sicht betrachtet werden, dass die Systeme integriert weiterentwickelt werden, also gesamthaft, und dass man zum Beispiel, wenn es um Wärme geht, keine Vorfluter, sprich Flüsse mehr zur Abkühlung hat, sondern diese Wärme dann in Wärmenetze einspeist und die dann anders nutzbringend nützt. Ja. Aber es wird differenzierter werden, es wird komplexer werden, es wird aber auch integrierter werden. Der Vorteil wird sein, einfach aus meiner Sicht schon deutlich mehr Lebensqualität vor Ort und vor allem auch ein signifikantes, wie soll ich sagen, Bremsen dieser permanent ansteigenden Treibhausgasausstöße. Ja, also das halte ich für sehr wichtig, weil die Welt sonst im Jahr 21 oder 21-22 sehr ungemütlich werden könnte. Also leben wie in, weiß ich nicht, mittleren Afrika, das ist dann das Klima, das uns erwartet, wenn es weiter wie bisher geht. Und das, da tue ich mir sehr schwer, persönlich mir das vorzustellen. Herr Riedmann, Ihre Vision? Ja, also ich glaube, dass die Wasserstoffwelt, in die wir eintreten, einfach, da müssen wir hin. Wir brauchen grünen Wasserstoff, wir brauchen grünes Gas. Wir müssen auch einen großen Beitrag in der Energieeffizienz leisten. Also da muss viel passieren. Auch wir müssen die Ursachen des Klimawandels, gerade in der Dekarbonisierung, in der Produktion von Nahrungsmitteln, von Düngern zum Beispiel, wie ich vorher angesprochen habe, da geht sehr viel Energie rein, um diese Nahrungsmittel zu produzieren. Und da können wir einen großen Beitrag leisten, indem wir diese Nahrungsmittelproduktion, wie wir sie heute kennen, umstellen, indem wir auch unser Verhalten umstellen. Aber auch die ganze Produktion, die zu den Nahrungsmitteln führt, die auf neue Gleise, also um das den Ausdruck des Zuges zu verwenden. Wir müssen das neu aufgleisen, die Nahrungsmittelproduktion. Und ich glaube, da geht die Richtung groß hin, weil die zentralen Sektoren zum Dekarbonisieren sind die Nahrungsmittelproduktion, ist die Stahlindustrie. Und auch ein großer Schwerpunkt sollte sein, meiner Meinung nach, die Dezentralisierung. Einfach nicht diese großen zentralen Einrichtungen, sondern diese Kondensationskeime, wie sie vorher angesprochen worden sind, auch dezentral zu schaffen. Dass man Lösungen hat, wo Städte oder Kommunen oder sogar möglicherweise einzelne Haushalte dezentral ihre Energie produzieren können und sehr effizient produzieren können. Und da kann Wasserstoff einen großen Beitrag leisten. Biowasserstoff, grüner Wasserstoff und grünes Gas. Frau Bach, Utopie oder Wasserstoffökonomie? Um unseren Klimawandel, um das Klima zu stabilisieren, sagen wir mal halbwegs zu stabilisieren, hat die Europäische Kommission ja vorgegeben, dass wir 2050 keine CO2-Emissionen oder klimaschädlichen Gase mehr ausstoßen dürfen und sozusagen CO2-neutral leben müssen als Gesellschaft in Europa. Österreich hat sich das mit 2040 vorgenommen. Das heißt,
da ich daran glaube und unbedingt möchte, dass diese Welt und auch Europa so mit so einer Lebensqualität erhalten bleibt, wie wir sie jetzt haben, müssen wir in diese Richtung, und es ist ganz klar, dass Wasserstoff eine ganz zentrale Rolle spielen wird. In 100 Jahren ist es komplett selbstverständlich, da wird es nur mehr Erneuerbare geben, nur mehr Wasserstoff. Das hat man schon gar wahrscheinlich vergessen, dass da mal jemals drüber diskutiert wurde. Das ist dann ganz normal. Das ist eine gute Vision und eine, die ich gern für die Zukunft sehen möchte. Herzlichen Dank. Ich bedanke mich bei allen von Ihnen für diese sehr informativen Beiträge. Ich glaube, wir haben jetzt einen guten Eindruck, was es alles kann und wo auch die Grenzen sind. Und ich bedanke mich bei Ihnen, meine Damen und Herren, für all die wichtigen und guten Fragen, dass Sie da waren. Und ich hoffe, Sie bei der nächsten Kaiserschild-Lecture wiederzusehen. Dankeschön.